Bitte? Discord, wolltest du es jetzt noch streamen oder nicht? Hab ich doch. Ich nicht? Jetzt aber, oder? Kilian? Ja, jetzt hat's. Ich höre die Musik sogar wieder. Okay. Ja, dann habe ich was falsch gemacht, glaube ich, wenn du Musik hörst. Okay. Twitch. Genau, das kann so bleiben, die Schrift. Das kommt weg. Jetzt sieht man ja mein Gesicht quasi. Hallo? Ja. Ach, Leute, was soll ich euch sagen? Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Finales. Oh. Nicht so laut. Wo kommt das denn jetzt her? Gut, danke schön, Hansi. Ja, wir sind live. Das ist das Finale. Danke für das, was du gerade getan hast. Ich weiß gar nicht genau, was das war, aber dankeschön. Genau, Kian ist da. Martin müsste jetzt auch gleich dazu kommen. Wir werden noch mal ganz kurz trainieren und dann werden wir die Farbe Rot besiegen, indem wir Blau dazu mischen. Nein, indem wir den Charakter besiegen. So, wir machen das mal an. Ja, sieht man jetzt das Spiel? Ja. Perfektement. Das kommt runter hier. Ja, das interessiert euch nicht, weil ihr das alles nicht seht. So, es geht los. Wir gucken uns gleich nochmal unser Teamchen an. Und, also mir wäre wichtig, Kilian, dass wir unter 200 Spielstunden kommen. Das wäre mir noch wichtig. Das heißt, wir haben Zeitdruck ohne Ende. Kilian, hast du das verstanden? Sechs Stunden noch machen. Ja, du willst vierfache Geschwindigkeit? Weißt du, wie schnell da die Zeit vergeht? Ja, gerade mit uns beten, ne? Ja, da merke ich, da, also im, ne, im Wartezimmer, beim Arzt, ich weiß nicht, was schneller vergeht. Ob ein Gespräch mit dir oder Wartezimmer. Oder eine Mathe-Klausur. Mathe-Klausur ist auch ein guter Paradigma, gefällt mir. Also ich weiß nicht, was Martin macht, der hat mich vorhin gefragt, wann geht's weiter, habe ich ihm gesagt, jetzt, auf einmal ist er offline. Ja, aber ich glaube, der kommt wieder. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, was er macht. Kurz die kleine Level-Session nicht angucken wollen. Ich habe übrigens auch nochmal schön vorgeschlafen. Ich habe mir auch mein Mützchen aufgesetzt, damit man meine Glatzen, damit meine Öhrchen, nicht frieren. Ja. Nee, weil, das Ding gedrückt hier, also wie heißt das, den Kopfhörer, die drücken, an den Ohren und dann, das ist so besser. Wenn wir jetzt, falls wir jetzt den 24-Stunden-Stream jetzt noch zumachen, nee, so lange spielen wir nicht, aber, achso, ja, was machen wir jetzt, achso, wir bringen den jetzt noch auf Level 100, dann haben wir das auch erledigt, dann können wir da auch sagen, wir haben Level 100er Pokémon und, ja, dann weiß ich nicht, dann muss ich nochmal unser Level Team angucken. Besonderes. Bitte? Was mit dem Level 100er Pokémon sagst du so daher, als wäre das nichts Besonderes? Ja, komm, das haben wir jetzt auch schon in den letzten Teilen rausgefunden, dass das keine Leistung ist. Das levelt ja, das hat weniger Erfahrungspunkte als die anderen Pokémon zusammengefühlt. Übertrieben gesprochen. Ja, klar, das ist eine Leistung. Aber es ist jetzt, wäre jetzt krasser, wenn da das Starmie Level 100 wäre. Warum? Oder Axel. Ja, warum? Ist es so, dass einige Pokémon schneller leveln als andere? Die müssen doch dadurch irgendeinen Nachteil haben. Jetzt sagst du, ich glaube oftmals sowas wie Despotar oder Dragoran sind ja auch, oder Axel zum Beispiel, sind ja auch Pokémon, die eher langsam leveln. Und das sind ja in der Regel auch starke Pokémon von den Werten, ne? Ja. Killern? Aber Starmie ja auch. Ja, Starmie hat ja im Prinzip, wie gesagt, du willst es ja immer nicht wahrhaben, aber hat, wie gesagt, einen guten Spezialangriff und ist sehr schnell. Also es ist auch ein Biest, mehr oder weniger. Naja, ist jetzt nicht so krass wie Dragoran, aber es ist wahrscheinlich auch stark. Du, am Ende wüsstest du auch keiner. Da haben sich irgendwelche Leute mal irgendwas ausgedacht und jetzt müssen sie da irgendwie noch Geschichte reinbringen.
die Pokémon, die man schneller leveln kann, schwächer sind auf der Welt. Das ist wie J.K. Rowling, die auch sagt am Ende, ja, das hat alles, genau so habe ich mir das schon von Anfang an gedacht. Tja. So, Level 99 hier, die Spannung ist ja kaum auszuhalten. Ist ja echt so. Hast du das auch gehört mit diesem Ton? Ich glaube, Hans hat irgendwie uns geradet oder so. Und dann kam irgendwie so krasser Ton. Ich habe nicht gehört, leider. Ich hatte es noch nicht an. Ja, ich glaube, das... Was ist das so laut, habe ich nur gehört. Und dann dachte ich, oh fuck. Ja, ja. Aber das müssen wir irgendwann mal eingestellt haben bei Stream. Gehostet! Gehostet wurde ich. Dankeschön, Hansi. Aber das hat, glaube ich, die Leute nicht interessiert, weil die sind jetzt schon wieder weg. Ja. Nee. Nein, nein, wir reagieren gar nicht darauf. Die Zahl macht mich nicht wahnsinnig da unten. Zahl. Metal, ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, so eine Tonspur da rein. Das muss irgendwie. Das muss Jonathan gewesen sein. Glaube ich. Oder kann man, wenn man raidet. Also. Jetzt geht's crazy, ne? Bin ich jetzt in der Matrix zu sehr drin? Kann Hansi mich hosten und dann entscheiden, was da für Musik läuft? Nee, oder? Du, das ist jetzt mir alles zu kompliziert. Wir reden jetzt mal über andere Sachen. Und zwar, wie bringt man ein Pokémon auf Level 100? Erstens, such dir ein Pokémon aus, was schnell levelt. Zweitens, du bist fertig. Viel ist aber nicht richtig, sag ich mal. Hansi, du bist so fertig mit der Welt, ja. Wer jetzt? Chris, der dich beleidigt hat, oder ich? Wahrscheinlich ich, aber... Beleidigst ihn schon durch deine Anwesenheit. Ja, genau, stimmt. Schon, dass er mich angucken muss, ist eine bloße Beleidigung. Du bist so fertig mit der Welt, ey. Kian, jetzt, das ist das letzte Pokémon, haben wir Level 100er Pokémon. Ich seh schon. Und... Da ist die 100, nochmal 4 KP drauf. Und wir haben Angriff über 100. Es gab noch nie einen Togekiss, was einen Angriffswert von über 100 bekommen hat. Weiß ich nicht. Gefährliches Halbwissen, da ist es. Da ist das Ding. Okay, und ich wäre jetzt auch dafür, die Bienen noch auf 80. Zeig mal im Vergleich jetzt Axel ganz kurz. Nochmal. Von den Erfahrungspunkten, das willst du wieder hören, ne? Nee, von den auch Erfahrungspunkte, ja. Erfahrungspunkte, ja, die haben gleich viele. Na, Axel hat sogar mehr. Und ist auf Level, was ist der? 86. Hey, der Witzka. Der braucht auch nur noch 40.000. Also ich würde sagen, wir machen noch Blitzer und Gudrun auf 80 und dann soll es doch gewesen sein. Ja, ich weiß es nicht, Kian. Was denkst du? Ja, wa? Muss ja reichen. Ja, aber ich finde, du kannst Axel auch noch ein bisschen mit trainieren und Star auch. Also ja, weil ich... Komm, ich hab, komm, Axel gebe ich einfach die zwei Sonderbonbons und dann... Oder? Stopp dir die Rinnen, die Bonbons. Ja, du hast doch auch nicht mehr so viel Zeit, hast du gesagt. Ja, aber wir wollten ja auch noch auf Martin warten. Ja, na der wird... Auch eine Chance geben, eine Fähre. Ja, der wird halb, wird er schon hier antanzen, denke ich. Weil ich habe ihn ja auch eine SMS geschrieben. Vielleicht auch so. So. Also, den Blitzer noch trainieren, gut ruhen und dann, den kann Rot mal sich eine neue Farbe ausdenken. Dann sehe ich gleich mal Rot. Dann werde ich sauer. Rüdiger, nicht so tief. Flieg nicht so tief, Rüdiger. So. Was klappt denn hier nicht? Gute Nacht. Dann nächstes geht. Mal Versprechen halten. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, 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 jetzt. Man müsste mehr lesen als nur die letzte Nachricht. Vielleicht, ja. Ja, Hansi, ich hab Versprechen gehalten. Ich war für 2 Games da, aber ihr wolltet nur eins spielen.
Ja, Kian, jetzt ist die alte Leier, ne? Wenn man noch zwei Geburtstagen oder Hochzeiten tanzen will, dann tanzt man alleine meistens. Oder man greift alles ab, was geht. Wenn man besoffen auf der Tanzfläche. Ja, das kann auch sein. Man merkt halt nur nicht, wie peinlich man eigentlich ist. Ey, Kian, so peinlich. Aber es ist einem in dem Moment ja auch scheißegal. Versprechen sind ja scheiße da, ja. Scheißegal, ja. Ach, der Hans. Piu, 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 piu. Ach, wir müssen heute noch so viel machen, Kian. Wir müssen dann auch die ganzen Pokémon freilassen und wir müssen dann noch gegen den 50er-Trainer kämpfen. Und dann willst du noch das Spiel spielen. Und vielleicht noch die Top 4 vorher machen, oder was? Warum willst du denn alle... Bitte? Warum willst du denn alle Pokémon freilassen? Na, die Pokémon auf der Bank, na, als zeremonieller Abschluss. Zere, zere, ich kann nicht reden. Als Abschluss. Zeremoniell. Der Abschluss. Ja, also ich könnte, würde mich auch damit ein... ja, wir könnten jetzt... Bis Blitzer und Dings keine AP mehr haben, dann machen wir nochmal die Top 4 und danach machen wir Rot. Top 4, Schönheit der Wärmung. Oder findest du bescheuert die Idee? Naja gut, letztes Mal war ja auch, hat's ja auch geklappt. Und jetzt sind wir eigentlich stärker, ne? Was soll da schief gehen? Oder? War der Stärkste da? Irgendwas mit 70. Das Onyx da, das 75er Onyx, ja, ne? Ja. Ja, guck mal, keines unserer Pokémon ist... stark. Noch ein Level 100er Pokémon. Ja. Mano, sind doch gut Level. Bei der Top 4 meinst du? Nee, bei der Top 4 kriegen wir nur 60.000 Punkte raus oder so. Das sind nicht so viele Level. Ja, wie viel waren wir denn letztes Jahr in der Klasse? Zwei, glaube ich, mehr. ja, ich... Wie machen wir's? Ich weiß es auch nicht hier, weil ich sehe es doch schon kommen. Wir können die Bäden nicht einsetzen. Blitzer und. Ja, das stimmt. Gesagt, also, es sei denn, wir haben einen guten Typvorteil. Sein Durchschnitt ist so Level 84 tatsächlich sogar. Tatsächlich sogar. Also, guck mal hier. Die drei sind ja. Die vier sind ja eigentlich schon Zelferino. Ne? Wenn wir hier Axel oder Star. Axel noch zwei Sonderbonbons geben. Verstehst du? Lass doch Blitzer und Gudrun dann den EP-Teiler geben, wenn die gerade nicht trainieren. Ach, jetzt geht das wieder mit dem EP-Teiler los. Und was, wie willst du das verargumentieren, dass wir immer 300 Erfahrungspunkte verlieren pro Encounter? Ja, also das... wir die Pokémon nicht mehr ganz so stark trainieren, die eh schon vom Level her höher sind, aber dafür die Schwächeren profitieren, durch das. Oh, mein Wecker. Ich war nicht schlafen. Den muss ich ausschalten. Was wird hier sein? Solarstrahl direkt in dein Herz. Den sieht man nicht mal. So tief geht der ins Herz rein. Dashbotter, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Gigasauger. Giga müssen gesaugt werden. Wegsaugung. Tee. Solarstrahl. Und ich habe mir dann gedacht, gegen Isso werden wir einfach Schutz einsetzen, damit der nicht auftaucht.
Wo sollte denn der noch auftauchen? Na, der ist doch oben auf dem Berg, kurz vor... Vor... Wieder nicht Brüller? Ach stimmt, Brüllerei haben wir da. Aber wir wissen nicht, ob das funktioniert. Oder wissen wir, ob das funktioniert? Was ist, wenn es nicht funktioniert, Kilian? Du weißt, wie lange so ein Schutz hält. Naja. Also wir können den Schutz trotzdem einsetzen und dann, wenn das nicht klappt, Brüller und ansonsten haben wir ein riesengroßes Scheißproblem. Schön vor dem letzten Fight uns nochmal ein Pokémon wegzecken lassen. Gigereisauger. Sehr gut. Also was ist denn, wenn wir 24 Uhr gegen Rot kämpfen? Also, oder mit dem Training aufhören? Mit dem Training aufhören, dann zur Top 4 und dann Rot? Ich weiß es nicht. So nicht, ob das zu lange ist sogar. Klar, weil es auch ein zu lange gibt bei so einem Grindspiel, ne? Ich möchte nicht zu vorbereitet sein. Soll ja auch nicht zu easy von der Hand gehen. Ja, du. Überleg mal, wie lange wir schon den Dreck hier spielen. Zu easy. So, wir können ja mal... Ich hole mal noch ein Zettelchen raus. Du sagst jetzt mal an, welche 6 Pokémon Ash haben wird. Oder beziehungsweise Rot, entschuldige. Wir können ja abwechselnd sagen. Du sagst eins, danach, ich sag ich eins. Ja, das random ist, was soll ich dir jetzt sagen, Kian? Es ist jetzt wie ein bisschen wie Lotto hier. Was sind deine letzten 6 Pokémon, die wir wegknüppeln müssen? Ja. Warte, ich muss noch reinfühlen. Ich sag, der hat ein Feuer-Pokémon. Und zwar... Der hat einfach, weil das Spiel mich ärgern will, hat der einfach ein Fuffi. Also ein Arcani hat er. Sag ich. Ich... Ich bin irgendwie gerade bei Georock. Auch wenn er das bestimmt nicht hat, aber ich würde es gerne sehen eigentlich. Schönes. Vielleicht sogar ein Geowatz, was ja eine Tonne wiegt. Du Schwein. Ja. Aber ne, Georock ist eine ganze Tonne. Und wir haben schwere Pokémon, also ich schreibe mir Georock auf. Ich habe gepupst, ich hoffe, es hat man nicht gehört. Nee, und wenn, dann waren das komische Geräusche. Pup, pup, pup. Pup. Habe ich mit meinem Mund gemacht. So, hört er? Marcel, und? Ja, dann hat er natürlich noch ein wie heißt es denn? Ein Zapdos? Einfach, weil das Spiel mich einfach nochmal ärgern will. Einfach den legendären Vogel, den ich nie fangen konnte, drückt er mir auch noch rein. Oh, scheiße. Ich hab keine Ahnung. Dann sag ich, dass er... Sag ich, dass er mit einer Gudrun um die Ecke kommen wird. Mit dem Giflor. Giflor? Hm? Also jetzt gibst du dir gar keine Mühe mehr. Hat er aber. Der hat doch kein Giflor. Okay. Oh Baby, wenn ich dir doch sage, ich hab's gesehen mit meinen eigenen Augen. Jetzt müssen wir bitte noch eins uns ausdenken, ne? Ja. Warte, der hat noch, ne, fühle ich gerade nicht. Ich muss gerade nachdenken. Also, falls du vorher was hast, kannst du auch sagen. Ich muss noch reinfühlen in die Frage. Wie hieß denn... Wie hieß denn das Ding nochmal, was uns Level 5 gestorben ist? Nicht Growdown? Nicht Rayquaza. Kyogre. Da bin ich mir sehr sicher, dass er das dabei hat. Der hat noch ein, wohin genau? Einfach um mich nochmal fertig zu machen. Genau. Oder einen Smogmog.
Keine Ahnung, auch wie man wohin genau schreibt. Na, wohin? Genau. Ich glaube, wohin genau oder so. Das sind doch immer so die besten Antworten oder so. Irgendwie. Oder so. So halt. Ich hätte das besser hingekriegt. Ja, aber wie genau? Irgendwie halt so. Okay. Oh, das war dumm. Kiffer! Martin in the nutshell, ey. Wann macht ihr? Wann geht's weiter? Ich bin offline. Hat der Internetprobleme oder was? Soll wieder gleich kommen, oder? Oh, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Stunden. Okay, ich würde sagen, also Gudrun und Blitzer, die bringen uns eigentlich nur was, wenn die einen Typvorteil haben, einen guten, würde ich sagen. Aber ist es nicht bei jedem Pokémon so? Halt, stopp. Hm. Ja, naja, im Idealfall natürlich. Redest und redest. Aber so ein Axel zum Beispiel kann ja, also außer gegen Eis, kann er ja eigentlich gegen alles kämpfen. Hätte ich jetzt gesagt. Verstehst du? Ich verstehe. Ich bin gespannt, ob unsere Top 6 hier hinhaut. Also er müsste einen Arcanion, einen Zapdos, einen Wurin genau, einen Georock, einen Gifter und einen Kyogre haben. Das wäre so geil, wenn das genauso wäre. Und dann, wie würdest du dann erklären? Ne, wir haben nicht nachgeguckt. Ich schwöre. Die sind da nicht reingegangen. Wirklich nicht. Das Geile ist, es gibt ja immer so diese Theorie hier mit Paralleluniversen. Und es müsste ja ein Paralleluniversum geben, wo wir das richtig vorhergesagt haben. Wo wir nie zusammen gestreamt haben. Achso, ja. Wo es mir deutlich besser. Also, seelisch. Nick, hier, wir müssen das auch dann abmoderieren, ne? Das ist ja auch ein Lebensabschnitt, der hier dann zu Ende geht. Plötzlich. Ja, hier und da wird man ein Voltoball-Spiel gespielt. Ja, aber wird das gestreamt? War aber eine schicke Nummer. Hatte seine Höhen und Tiefen. Wie gesagt, manchmal bin ich richtig, richtig fuchsig. Also ich muss jetzt sagen, die letzten 2 Folgen ist irgendwie die Luft ein kleines bisschen rausgegangen. So, aber weil man einfach so viele Niederlagen halt erlebt hat und irgendwie nicht mehr so richtig an das Glück glauben kann. Das sagt er kurz bevor er ein Pokémon Level 100 hat. Das glaube ich ja nicht. Haben wir jetzt ein Pokémon Level 100, ja? Eigentlich müssten wir über alles drüber fahren. Nee, hat schon dolle Spaß gemacht, aber wie gesagt, so die Team-Vibes waren echt hart. Der 50er-Kampf, der Doppelkampf. Hier und da einfach so sinnlos was verloren. Das hatte ja einen Sinn, ne? Um uns auf die Probe zu stellen, ob wir aufgeben. Oder ob wir einen Blitzer-Level 79 trainieren werden. Guck mal, man muss überlegen, unser zweiter Team-Vibe. Da war unser stärkstes Pokémon Level 60. Ja. Aber irgendwie haben wir, also ich zumindest habe immer noch nicht das Gefühl, dass wir stärker waren als davor. Nee. Aber eigentlich. Eigentlich müssten wir uns Dolle zahlen. Oh Mann. Oh, da ist er. So. Habe ich was verpasst? Nein. Mann. Ja, alles. Du hast verpasst, uns zu erklären, warum du jetzt erst kommst, kleine Maus. Warum du nicht da bist, genau. Da fragt er mich, wann geht's los? Ich sag jetzt Martin Gassan offline. Offline einfach. Rennt er schnell weg. Bin ich ein Joke to you, ja, Martin? Tut mir leid. Sehe ich aus wie ein Clown für dich?
Was habt ihr denn gemacht? Und jetzt habt ihr extra noch ein bisschen trainiert hier. Ja. Damit ich dann noch dazwischen. Nee, wir hätten auch so nochmal. Ja, ist doch klar. Also nochmal ganz kurz. Also wirklich ein Müh. So Blitz auf Level 80, Gudrun Level 80, dann Top 4, dann Rot, war jetzt der Plan. Und dann ist es um 5. Nee, so spät jetzt. Ist es doch nicht. Ja, ich habe jetzt ganz wenig gehört. Ja. Wir haben theoretisch noch so 3 Level, glaube ich, und dann gehen wir. Geht's los, okay. Blitzer noch auf Level 80. Ich habe gerade ganz wenig gehört. Ja. Ich höre auch gleich mal. Ich habe auch wenig gesehen, ehrlich gesagt. Ich sehe es halt nicht so richtig. So. Haben wir denn noch ein Tränkchen? Ja, einen letzten Trank? Gut Geld eigentlich. Das sind wieder Fragen, Kilian. Guckst du immer auf dein Konto und weißt, wie viel Geld du hast? Ja, eigentlich. Eigentlich schon. Ja. Ich bin eigentlich recht hinterher. wo sehe ich denn, wie viel Geld? Ja, das sind wieder. Wo sehe ich es denn? Bei Bobby? Hier. 100.000. Ja, da geht ja noch viel. Da können wir ja eigentlich das ganze Geld auf den Kopf hauen. Ja. Ich meine. Jahrelang effektiv anbauen, andingsen. Wie heißt es? Anbauen. Hast du eigentlich noch den Meister bei Marcel? Ich hab noch den Meister bei Marcel. Die schlechten Witze werden wieder ausgepackt. Ich will noch Mio fangen gehen. Ich denke Mewtwo. Naja, tschüss. Da ist Blitzer Level 80. Bam, Junge! So, das wird jetzt ausgewechselt mit Gudrun. Auf welchem Level ist das? 78, man glaubt es kaum. Ach du Held, ja. Was hat das so für Attacken jetzt, Gudrun? Ja, ja, Solarstrahl und Gigasauger direkt in dein Herz. Mehr wird's, macht gut hier. Ja, aber das dauert ja 2 Runden immer. Ja, aber wir haben ja alles auf so schneller Geschwindigkeit, das kriegst du nicht mehr mit, dass das... Das kriegen die Gegner gar nicht mit, dass die eine Runde frei haben. Die warten dann so ganz gespannt. Na los, greif mir an. Soll ich es normal machen? Ja. Ich glaube, der hat sich gar nicht bewegt. Soll ich nochmal? Die schlechtesten... Ja, obwohl eigentlich brillante... Witze. Die schlechten sind die besten. Kino so. Hab ich in der Schule auch immer gesagt, hat mir nie jemand geglaubt. die hinten sitzen sind. Die hinten sitzen sind die coolen. Was war das? Hab ich immer zu meinen Lehrerinnen gesagt, die schlechtesten sind die besten. Hat leider nicht gereicht für die nächste Klasse. Aber dafür für den Schulwechsel. Dann hat die geschrieben unter der Klassenarbeit noch so einen Spruch, Augenbruch. Voll ein Augenbruch. Ja, ja. Dann habe ich es dir angezeigt. Ja. Gucke mal, jetzt wo Martin da ist, geht es doch mal wieder viel schneller alles. Noch ein Level. Ein Level nur noch. Ist das jetzt das letzte Pokémon, was wir zerstören müssen? Nee, so weit würde ich noch nicht gehen, aber. In Level. Welches halt wird das letzte Pokémon sein, gegen das wir trainieren müssen? Martin, du kannst jetzt nochmal 3 Tipps abgeben. Ja. Welche Pokémon Rot haben wird. Wir haben auch schon reingeraten. Genau, weil er wird 9 Pokémon insgesamt haben. Nein, aber ich meine, ja. Ja, nee, alles klar. Er wird ein Eis-Pokémon haben. Ja, hab ich auch überlegt, aber habe ich gar nicht genannt, ein Eis-Pokémon. Das wäre schlecht. Was sagst du? Ich denke, er hat einen Rosana. Rosana, ja. Keine Ahnung, was der haben wird. Soll ich dir sagen, was wir haben? Oder ist das dann Ablenkung? Wie, was ihr habt? Ich weiß, was ihr für Pokémon habt. Hast du das gehört?
Nee, schrei ich oder schrei ich nicht? Welche Pokémon wir gesagt haben, nee, welche Tipps wir gesagt haben, was er nee, für hab Pokémon ich nicht hat. Gehört. Sag's nochmal bitte. Wir hatten Akani, Zapdos, Wulngenau, Georock, Giflor und Kyogre. Kyogre ist was aus der dritten, was wir Level 5 mal hatten. Ich hab das Gefühl, da waren jetzt viele dabei, die ihr schon über den Jordan geschickt habt. Ja. Nein. Und Zapdos haben wir nie gefangen. Akani hat uns... Zapdos, ja, stimmt. Georock, Giflor. Giflor ist uns schon mal über den Jordan gegangen, das stimmt. Aber gut, Runix macht besser jetzt. Ja. Runix ist ein richtiger Champ. Ach, das mit dem Champ war auch so schlimm. Den hat man Level 68. Abgesang. Was war ein Champ nochmal? Abgesang. Brahms. Also dieses Drachen-Boden-Pokémon. Und der beste Komponist aller Zeiten. Aber, ja. So, Dashportal 31. Na jetzt, das ist doch das letzte Pokémon. Level 80. Da machen sie den Sack zu. Über die Ziellinie. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken. Ja, komm. Wenn das nicht in die Top 4 geht, dann geht's in die Annalen ein. So. Willst du trotzdem jetzt den Teller auf Blumen durchgeben? Weil die setzen wir am wenigsten ein. Ich mach, was ich will. Und ich werde den EP-Teiler auf Gudrun einsetzen, weil wir die am wenigsten einsetzen. Zum Glück ist mir das gerade noch eingefallen. Item geben. Danke, Kieran. Eine ausnahmsweise mal eine gute. Gefällt mir, wie du denkst. Wegen gebe ich das Glücksei? Nochmal Blitzer? Oder lieber Kiss Starmie? Ist ja jetzt auf Level 100. Das ist ja wild. Ja. Zugeben. Axel, willst du das Glücksei geben? Aber Axel kriegt doch, guck mal, Axel kriegt doch dann diese zwei Sonderbonbons. Kieran. Trotzdem? Willst du wirklich Sonderbonbons noch einsetzen? Weiß ich nicht, was hast du denn lieber? So was hast du lieber Level 90, Axel oder Starmie? Ich glaub, Axel. Ich glaube, die kriegen beide nicht mehr Level 90, ne? Ja, aber. Aber Starmie könnte ruhig noch ein bisschen wegen dieser einen Strategie, also dieser Defensivstrategie Kosmikkraft. Ja, falls alle Stricke reißen, dass wir uns hochbuffen und war jetzt so die Idee da, die ich hatte. Also wir können die Werte auch nochmal vergleichen, falls uns das hilft. Oh, der hat fast 300 Angriff, Axel. Holy shit. Ja, komm, dann machen wir Axel. Axel kriegt. So. Den werden wir hier und da nämlich schon mal einsetzen. Zum Fighten auch in der Top 4. Gar nicht so verkehrt, wenn der den hat. Ach, wird jetzt nochmal Top 4 gespielt? Einmal Top 4 und dann rot, oder? Ja. Das kann ja ewig heute dauern noch. Nein. Also. Hier haben wir letztes Mal doch auch Wetten das gemacht. Ging schnell. Ja, das stimmt schon. Das kann sich nur, das kann nur 2 Stunden dauern, oder was? Maximal. So, es wird weggeflogen. Offenbar, hier wird hingeflogen. Achso, vielleicht müssen wir nochmal gegen Mario kämpfen? Weiß ich nicht. Ob der sich nochmal seine Packung abholen will vom letzten Mal? Das war in 2 Tagen da, aber ja, wenn wir letztes Mal Montag gemacht haben, ist es wahrscheinlich, dass er wieder da ist. Dann wäre ja heute auch theoretisch wieder Montag, ne? Vielleicht ist aber auch dann, weiß Dienstag. Nicht. 10 Minuten ist noch Montag. So, wir brauchen Tränke auf alle Fälle. Ist ich wieder, oder? 31 kauft er einfach als Trotz. So, ein bisschen Topshots, Leute. Damit uns, ihr wisst schon, nicht auf den Sack geht. Ist so. So, noch was Hyperheiler haben wir ja noch, ne? Oh, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, aber die Top 4 ist kein Problem, die schaffen wir. Das ist kein Problem. Wir müssen, vor Roten muss man aufgeregt sein. Jetzt ist alles cool. Und es darf auch kein Pokémon sterben. Nee, das kriegen wir hin. Keins oder eins stirbt? Ja. Keins. Ja.
Wir machen mal Axel nach vorne, weil das. Aber wir wissen, ist. Wer. Da wir kommt wissen, da doch. Wer sterben sollte, wenn jemand stirbt. Ach, ich hab die Animation. Ich hab die Animation ausgelassen. Top 4 wird beim dritten Mal noch stärker. Was? Was? Die wird nicht nochmal stärker. Hör mal auf. Das okay. Pokémon habe ich noch nie gesehen. Das ist die Vorentwicklung von unserem. Achso, das war ein Scherz, ne? Nee. Na, bei dir, so viel Unwissenheit wie du hast, weiß ich manchmal nicht, ob das ein Scherz ist oder. Du bist ein Schwein. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal die Animation reinpacken und dabei hatte sie schön weggeschaufelt. Kapilz? Das ist ein Kampf-Pflanzen-Pokémon. Warum setzt der das gegen mich ein? Also nur? Weil ich das aus dem Ohr genommen habe. Wir machen einfach weiter Drachenklaue. Selbst. Und das ist kein Problem, weil wir ultra stark sind. Vergiftet. Ja, Leute, dann brauchen wir sowas nicht mehr machen. Schlimm. Gift? Dickter. Naja, ich sag Dickter, die sagen der da. Ne? Oh, Mathe. Der Kopf ist ausgeschaltet, meine Damen und Herren. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute gearbeitet habe und ein bisschen müde bin, aber vielleicht bin ich auch einfach immer ein bisschen inkompetent. Singt für Sie das Leben. So. Das ist kein Problem. Das Spiel werden wir gewinnen, aber den Humor verlieren wir langsam. Ja, den Verstand, also der war eigentlich nie da. Kramurks, ja, das ist ein Unlicht-Pokémon, darüber müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Da setzen wir Amore ein. Man braucht nämlich für Unlicht-Pokémon, muss man nämlich Liebe einsetzen. Dann verschwinden die. Komm, Kramurks, gib mir einen Kuss. Jetzt habe ich eine Brunnenattacke gemacht, ja, Leute. Ich habe anscheinend keine Lust. Antikraft! Die Kraft aus der Vergangenheit, ne? Wegen Amore Antik jetzt, kann ne? Nicht fliehen. Versteht er? Amore kann nicht fliehen. Also die Liebe kann nicht fliehen, weil sie immer da ist. Kneckleon. Jetzt wird nur noch Tennis gelabert. So, Kneckleon, ja, das ist ja. Das ist auch mal eine Überraschung hier. Kneckleon. Los, Stern, du, also Starmi. Mach Genesung. Eigentlich solltest du was anderes machen. Oh oh. Oh? Nee. Sehr effektiv, aber ich bin ja nur 30 Level über dir. Du machst nichts gegen mich. Marcel. Starmi stirbt. Mit zwei Volltreffer. Ein Volltreffer. Schleimock. Schönes Ding. Was setzen wir da ein? Ja. Na, da ist doch was bei Pokémon gut, oder nicht? Ja, nee, eigentlich. Psycho-Attacke war schon gut, eigentlich. Aber wir machen eine Bodenattacke. Weil Boden auch gut ist gegen Gift. Was soll Amore tun? Liebe einsetzen. So. Das war schon mal. Das war das. Der, ja, dankeschön, weg, lass mich in Ruhe, ja, okay, danke, ja, ich habe auch viel Spaß gehabt, ja, tschüss. Gib mir Geld und ich lass mich. Genau, gib mir Geld und dann haben wir's. Ich bin nur ein kleiner Junge, ich habe nicht so viel Geld, dann verzähl ich. So, jetzt Top 4. Achso, scheiße, achso, ich kann noch Animationen, ihr müsst mich auch an solche Sachen erinnern. Leute. Dafür ist Kian da.
Optionen werden in die Optionen werden gegangen, genau. Animation an. Das wäre mir noch wichtig. Und dann auf OK drücken. Dankeschön. Weg. Raus. Genau. Jetzt haben wir einen Grafikfehler. Sehr gut. Das habe ich genauso mir vorgestellt. Dann kann ich nicht mehr abspeichern. Weil das macht man eigentlich so vor der Top 4 abzuspeichern. Dann müssen wir noch warten, bis es zu Ende gespeichert hat. Dankeschön, Spiel. Mach das jetzt. Speicher. Dankeschön. Bobby hat das Spiel gespeichert. Wer ist Bobby? Dann wird das geöffnet neu. Dankeschön. Marcel dreht durch hier. Eine Öffnung findet statt. So, ja, dankeschön. So, jetzt müsste es ja wieder funktionieren nach Adam Riese, obwohl der kommt ja eigentlich erst nachher. So, jetzt hier, los geht's. Oh, ich bin doch aufgeregter als das letzte Mal bei den Top 4, und was eigentlich dumm ist, weil wir jetzt viel stärker sind. Und die haben hier die gleichen Pokémon. Random. Nur halt höhere Level. Nein, ist gleich hoch. Kann ich ein bisschen schneller machen? Ja. Kannst du wieder SMS lesen, Marcel, in der Zeit jetzt? Die Frage ist, bringt uns das voran? Was, Axel? Nils. X-Bad. Na, nun kommen wir aber auf Experimente hier. Komm. Psychokinesis. Tschüss. Hoffe ich jetzt mal. Aber müsste eigentlich. Ja, komm. Was behelligst du mich mit solchen Quatsch hier? Stunkertank. Weg. Das ist ein Gift, aber auch ein Unlicht-Pokémon, Leute. Das haben wir gelernt. Das heißt jetzt was genau? Wir setzen Axel ein, weil Axel das Glücksei hat und der levelt. Also der will leveln. Der soll leveln. Schaufler. Dann haben wir es doch. Tschüssi. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht arrogant wird, ne, wenn man so reingeht. Lunastein, ja Leute. Ein Stein. Dann weiß ich nicht. Dann können wir auch Steinschere Papier spielen hier. Mir fällt nichts mehr ein, ich habe nur noch ein Objekt. Mit einem Auge. Kann das ein krasses Pokémon sein, Lunastein? Was ist das für ein Typ? Stein? Psycho? Und oder Luna. Bodenpsycho? Okay. Ich vergesse das immer. Aber Stein und Boden sind zwei völlig unterschiedliche Typen. Wie kann man die denn verwechseln, Marcel? Ja. Ich glaube Boden. Naja. Gestein Psycho. Verdammt! Voinera ist ja das ja die Vorentwicklung von Charnera und deswegen lassen wir es da. Mi. Weil das kein Problem ist. Komm, jetzt geh runter. Scheiße. Jetzt heilt das, ne? Komm, geh einfach weg, bitte. Ach Mann, ey. Geh doch bitte einfach weg. Geh weg. Hartnäckig. Das ist mein letztes Pokémon. Ich muss es noch heilen. Ja, jetzt quatsch mir nicht in Ohr ab. Ja, das hatten wir alle schon mal. Dankeschön. Du bist immer noch nicht stärker. Aber ich bin auch froh darüber. Sonst könnte ich nicht meine Überlegenheit demonstrieren. So, jetzt kommt Koga, was ja eigentlich mal ein Arena-Leiter war, aber der hat sich auch weiterentwickelt. Seine Tochter abgegeben. Ja. Und die haben wir auch besiegt. Mehrmals schon. Ja.
Janina. Die alten Arena-Leitern passiert, sind die etwa verstorben? So. Boah, voll der Ninja hier, ey. Amorose, das ist ja unglaublich. Spiegelkampf. Drachenklaue. Amorose, da musst du jetzt Amorose einsetzen. Ja, eigentlich schon, ne? Aber... Scheiße, jetzt hat er das überlebt. Achso, du hast das. Ja, jetzt ist in Ordnung. Wir wissen es. Du bist krass, ich bin schlecht. Weil ich verstehe auch nicht, die Gegner setzen einmal Antikraft ein und alle Werte steigen. Wenn ich mal Antikraft einsetze, dann steigt kein Wert. Nee. Ich will mich jetzt nicht aufregen, aber es regt mich auf. So, reicht das jetzt? Muss es denn reichen? Bitte, komm. Zieh durch. Reicht natürlich nicht, weil du natürlich deine Verteidigung erhöht hast. Geh mir nicht auf die Nerven, bitte. So, jetzt aber. Bitte nicht nochmal. Bitte? Ich hätte dieses Dami-Kombo gerne mal ausprobiert im nächsten Trainerfight. Kannst du das Dami ganz nach vorne setzen und wir machen das mal? Okay. Ja. Mach ich doch gerne, Kilian. Und mal gucken, ob man jetzt Dami alles tot kriegt. Ein Togekiss, ich geh kaputt. Spiegelkampf! Und das Gott, was macht der denn jetzt? Leuchtet? Wir haben auf zu leuchten. Ich glaube, der macht Himmelsfeger. Oder sowas. Sowas sieht man natürlich nicht gerne, wenn sich Pokémon aufladen. Das leuchtet. Dann denke ich mir, nee, geh mal weg, du Aufladungstyp. Deoxys war das aber legendäre Pokémon, aber ist egal, dann machen wir Knirscher. Ja? Hat er die gleichen Pokémon wie letzte Mal? Ja. Übernahme. Achso, das war auch wieder was, wo ich nicht wusste, was das ist. Und irgendein Pokémon konnte das nicht auch Konter oder so? Oder ist das schon wieder in meiner Wahrnehmung nicht präsent? Da kann ich mich jetzt nicht erinnern. Und da... Hier, dieses Hariyama ist doch so ein Konter-Experte. So wie Olaf Scholz beim Wirecard-Ausschuss. Da kann ich mich jetzt nicht erinnern. Da, ich müsste eigentlich alles richtig gemacht haben. Kann ich Kanzlerkandidat werden? Naja, Olaf, wir müssten vorher das gerne eigentlich nochmal klären, ne? Kann ich mich ja, nicht dran erinnern. Da mache ich an den Treffen? An den Gedanken. Dass wir uns getroffen haben, ne? Wüsste ich jetzt nicht. Ja, aber auf dem Foto sieht man sie ja zusammen auch Mittagessen. Ich wusste gar nicht, dass er das ist. Akani. Naja. Was wird das sein, Akani? Naja. Da wird's Sternduropf gehetzt. Hab ich auch gedacht, irgendwas. Und was macht Marcel? Warum Axel? Feuer gegen Wasser. Warum? Marcel will... Einfach nur zeigen, ey, ich bin noch tiefer drin als die alle anderen. Ja, wir wollten doch Axel trainieren jetzt, oder nicht? Der hat das Glücksei und alles. Ja, aber man muss so ein bisschen auf die Effizienz gucken. Ja, mach ich doch. Pass auf, wenn es da das steht. Marcel ist ein arroganter Wichser, steht jetzt nicht da. Und will zeigen, dass er mehr Ahnung von Pokémon hat. Das ist sehr effektiv. Marcel, arrogant. gut, dann... Marcel setzt Arroganz ein. Das ist sehr effektiv. Safcon. Ja, Leute, dann brauchen wir das nicht mehr machen. Safcon. Was soll ich denn da? Was? Safcon. Wie? Partner. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Safcon. Aber das Krasseste hebt er sich auch zum Schluss ab. Ja. Ey, wenn das Härtner immer anfängt, kommst du nicht mehr raus aus der Schleife. Das wird so hart. Ja, ich bin hart. Tschüss. Ciao, ciao. So. Das ging doch schon mal gut. Gut, und irgendwas an Level gemacht eigentlich? Nee, ne? Nö. Gut, du machst entspannt. Sehr gut. Ist noch gar nichts levelmäßig passiert. Ich habe das Gefühl, wir machen das nur für den Content, der created wird, irgendwo ganz tief hinten in der Ecke. Klaus gräbt schon mal hier ein paar Löcher, ein paar Content-Löcher.
So, Bruno! Der war ja eigentlich mal, früher war der ja mal auf der zweite der Top 4. Der ist jetzt upgraded. Der dritte. Ne? Jetzt ist er der dritte, ja. Danke, Martin. Und Agathe, was ist mit der, Marcel? Die ist in Ruhestand, weiß ich nicht. Gibt's keine, also ich kenne keine Geschichte dazu. Suspendiert. Gecancelt. Ja. Na, ich muss sagen, die andere vierte, die Marianne oder ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt, die sieht ja ein bisschen aus Agathe-mäßig. Vielleicht ist die das die Nichte von Agathe, aber auch gefährliches. Schön über Vitamin B ist ja, die da rangekommen. Gefährliches Halbwissen, ne? So. Psycho-Agathe. Oh, was war das nochmal? Kino so? Kino so. Was soll das denn jetzt sein, Leute? Ich guck mal. Das ist, glaube ich, ein Pflanzen. Das ist, glaube ich, das Pflanzen-Pokémon. So wie. Lila Blüte. Naja. Dann weiß ich schon. Dann muss das Level 100er Pokémon ran. Anders hätte ich es nicht geschafft. Kino so? Kino. Ja, ne? War ganz gut so, ne? Gudrun Level 81. Der war auch immer beim Desporter da unten mit dabei. Bitte? Der war auch immer beim Desporter da unten mit dabei. Ah, ja. Deswegen hast du dir das gemerkt. So, jetzt kommt ein Psycho-Pokémon. Da muss Axel nochmal ran. Das Glücksall muss sich auszahlen. Knoscher, dann war's das doch. 61, das ist doch lächerlich. So, Quaxo. Hm? Quappo. Nee, Quaxo. Quappo. Nee. Quaxo. Sagt mir jetzt nix. Solarstrahl. Dieses Wasserkampf. Nee, Quaxo. Oh oh. Das ist schlecht. Ich muss raus. Das ist eine Flugattacke. Aber ich müsste auch eine Flugattacke überleben, oder? Scheiße, ich kann nicht raus. Ist nicht schlimm. Volltreffer, du Hund! Du Hund! Weg! Solarstrahl weg. In sein Geh Herz. Weg! Hau ab! Hau ab, Quaxo! Weißt du, was du bist? Du bist Quappo für Arme. Verschwinde! Aber dafür, dass das Gudrun Volltreffer gekriegt hat, war das doch mega. Formel. Das ist ein normales Pokémon. Schlimm, dass er die Hälfte der KP abziehen kann. Ja, aber es war halt eine Schwäche, ne? Das dürfte es in der perfekten Welt gar nicht geben. Schwächen. ja, Kraxler, komm. Was wird das jetzt sein hier? Tschüss, hau ab. Lass mich in Ruhe. Weg. Dummel. Ich bin Pummeluff mit so langen Ohren und ja. Was setzt man da denn jetzt ein? Blitzer. Und dann sollte es doch das auch gewesen sein. Ja, komm. Ist gut jetzt. Mach, greif an, bitte. Donnerzahn. Krass. Ach, stimmt. Hau ordentlich rein. Okay. Stimmt. Ich habe schon wieder vergessen, dass Blitzer ja langsam ist. Eigentlich sind die Elektro-Pokémon schnell, ne? In meiner Welt. Die Rauhaut. Da ist der Name des Pokémons verwirrend. Blitzer? Ja, stimmt. Aber Blitzer müsste eigentlich ein schnelles Pokémon sein, glaube ich. Ist der Blitzer. Ne? Wie schnell wird so ein Blitz sein, wie der Blitz war? So. Ist nicht einfach manchmal. Heilung. Wer kommt denn jetzt eigentlich? Jetzt kommt die Nichte von Agathe. Also, ich weiß Marianne. Nicht, ob das die, ja, ich weiß nicht, ob das die Nichte ist, aber... Weil die auch so helle Haare hat, ne? Aber gut, bei Agathe war es das Alter und bei ihr ist es Mode, oder was?
Und die hat Unlicht-Pokémon. Agatha hatte Geist-Pokémon. Er ist schon halbwegs ähnlich. Melanie. Ne? Melanie, ja. Hab ich doch gesagt. Marianne. Also könnte schon, also auch die Frisur ist sehr ähnlich, ne? Könnte schon, naja, weiß ich nicht. Ich habe Agathe jetzt nicht mehr so vor Augen, aber ja. Ja. Vor allen Dingen habe ich die nur auf dem Gameboy gesehen immer. Wer hat da schon Agathe vor der Augen, ne? So, das ist jetzt, vielleicht ist das ein Problem, weil das könnte sein, dass das Konter kann. Und ja, da Konter... Da musst du eine One-Shot machen. Ja, ja, also Spiegel-Cave wird es nicht können. Nahkampf ist egal. Komm. Luftkuss! Luftschnitt! Luftröhrenschnitt! Ich krieg keine Luft mehr! Eigentlich müsstest du Luft kriegen, weil ich einen Luftröhrenschnitt gemacht habe, aber. Nee, nur ein Luftschnitt. Okay. Immun gegen Witze heute? Okay. Das, dann komme ich nochmal morgen wieder. Kekleon. Das war jetzt falsch, was du gesagt hast. Kekleon, ja. Das war ja offensiv Fake News. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders nennen sollte. Oh, jetzt habe ich das Falsche. Jetzt habe ich nochmal Luftröhrenschnitt gemacht. Und solche kleinen Lappalien, Marcel, bringen uns dann wieder das Ende. In Teufelsküche, ne? Ach Leute, jetzt wird es wieder geheilt und alles. Ja, komm, jetzt ist in Ordnung. Wir wissen alle, du hängst jetzt an dein Leben, aber am Ende drück ich dich trotzdem runter. Danke. Klimpim, Klimperpim, Klimpim. Das schreit ja quasi nach einem Job für Axel. Klimpim. Eine Glocke. Das war der Punkt, wo die Pokémon-Entwickler keine Lust mehr hatten. Den gab's öfter mal, habe ich das Gefühl. Ja, den gab's ja auch schon in der ersten Edition mit Voltoball zum Beispiel. Ja, lass einfach einen Gegenstand nehmen, oder? So ein Ball? Ist das cool? Ja, aber das war noch einzigartig wenigstens. Also da wird sich das schon nochmal schön geredet. 2. Das ist hart. Einfach nur noch 2 anzuschreiben. Oder dann später, ja komm, Galar, Ponita. Aber ich finde die regionalen Formen, also diese Neuinterpretationen eigentlich gar nicht so schlecht. Finde ich meistens eigentlich ganz cool. Bibo? Naja. Das ist eine Biene. Mein Kopf, denk nach, Marcel. Denken ist so anstrengend. Du musst lieber einsetzen. Okay. Antikraft. Gifthieb. Was hast du gemacht? Gifthieb. Kapilz! Ja? Wie du mir, so ich Kapilz, ne? Es tut so weh. Ich verstehe selber nicht, was ich brabbel. Psychokinese! In der Top 4 einfach AFK gegangen. Wie du oder ich? Ich war ganz kurz weg, es tut mir leid. Was ist denn jetzt, wenn wir mit dir gesprochen hätten, Kilian? Hab ich aber nicht. Hab ich mir wieder gedacht, keiner wollte was von mir wissen.
Aber ich habe schon den Unterschied gemerkt. Ich dachte mir so, oh, jetzt habe ich schon seit 30 Sekunden nichts mehr gesagt. Die Leute verlassen schreiend das singende Schiff hier. Verlassen die Burg, ja. Was haben wir denn hier? Wo warst du denn wieder? Tabakholen. Mit einer Arroganz und selbst für Tabakholen. Wo hast du den denn jetzt so hergekriegt? Ja, einfach aus einer Schublade. Uff. Vorne. Bei der Telefonbank. Wenn das genau wissen. Ja, da findet man manchmal noch was. Chillock. Das war leider echt wenig. Drachenklaue. Ist der Champion-Kampf, ne, Leute? Jetzt hat er es überlebt. Ach, jetzt wird das wieder heilen, ey. Nur Probleme. Was, das ist jetzt rot? Nee. War jetzt schon rot, ja. Nee, das ist nicht rot. Na eben. Warum sagst du denn Champion-Kampf? Da ist doch der Champion von der Top 4. Ist der letzte, ja. Aber gleich sind wir Champion. Ich muss sagen, Hydropumpe hat ganz schön reingezogen. Aber wir sind eigentlich nochmal dran. Puh, das wäre jetzt nochmal was gewesen. Hätte der jetzt nochmal einen Volltreffer oder so gelandet? Kann ich ja gar nicht gebrauchen. Tyrakrok, du kannst bestimmt eine Eisattacke. Deswegen setzen wir Blitzerei ein. Direkt in sein Herz hinein. Er hat, glaube ich, auch Eisschlag gemacht, ne? Oder bin ich jetzt komplett? Haben wir die letzte Mal auch gewonshottet? Nee, ne? Ich nix verstehe, weiß ich nicht. Ich nicht, wie sie. Nein, nein. Och, immer so knapp, Leute. Bringt die doch die Pokémon um einfach. Hydro-Pumpe. Das muss doch nicht sein. So, jetzt heilst es wieder. Doch nicht. Warum hast du es nicht geheilt? Das ist ja interessant. Also ich hätte es geheilt. Ja. Tauros. Oh. Tauros, lass mich lügen. Was machen wir da? Na komm. Machen wir eine Kampfattacke, dann war's das doch. Oh. Ach stimmt, Angeberei war das letzte Mal auch. Hat er auch Probleme gemacht, ja. Aber diesmal nicht. Es verletzt sich nicht mehr selbst. Nächstes setzt Togepi ein. Ach stimmt, das war ja das wieder. Also, es tut mir dann leid, einfach. Also. Dann ist es, ne? Dann müssen wir sowas nicht mehr machen hier. Klaus, komm mal her. Klaus, guck mal, was der hier hat. Ein Togepi. Ja? Das ist der Champion, ja. Akani. Ja, das ist natürlich wieder eine Ansage, ne? Ach scheiße, das war dumm. Weil der Biss kann, der Akani. Starmie. Naja, aber das Problem ist... Der hat einen dicken Panzer. Nee. Naja, ein Biss wird er doch überleben. One-Shotten. Achso, der ist schneller. Naja, Turbo-Tempo ist nicht das Problem, aber... Biss ist ein Problem. Die Frage ist, kriegst du es mit Surfer tot? Na klar. Ein Fulltreffer. Na, ohne Fulltreffer hätte ich das vielleicht nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob wir hier risky Entscheidungen gemacht haben. Omod. Togepi oder was? Bitte? Oder Togekiss oder was? Aber das ist ja schon Level 100. Eigentlich ist es Verschwendung, ne? Eigentlich ist es Verschwendung, ja. Deswegen setzen wir Amore ein. Mit Liebe geht's leichter durch. Ist das ein Omod Level 75? Achso, scheiße, was ist, wenn. Warte mal. Nee.
Nee. Hat er auch eine Psycho-Attacke? Hat er nicht letztes Mal ein Onyx Level 75? Nee, aber an Omot kann ich mich auch erinnern. Aber im Doppelkampf hat er doch 100% ein Onyx Level 75. Ja, ja, im Doppelkampf hast du recht, ja. Hat aber er jetzt dann schon einen dann wurde es halt nochmal gerandomized in dem Kampf. Hier kann sein. Ich habe jetzt übrigens Amore nicht eingesetzt, weil ich Angst hatte, dass das eine Pflanzenattacke kann oder so. So Megasauger oder so. Und wir sind ja vierfach schwach gegen Pflanze, deswegen, das war mir jetzt ein bisschen, aber es war ja nicht notwendig. Zu brenzlig. Ja. So. Hat sich jetzt nicht gelohnt, war jetzt eher für den Content, ne? Dass wir nochmal die Top 4 gemacht haben und um es zu beruhigen, jetzt vor Rot. Jetzt kommt das ganze Gebrabbel nochmal. Ja, Professor Eis ist zu spät, er möchte ein Interview. Wir möchten aber in die Ruhmeshalle. Siegfried ist so nett und sagt, ja, ja, bla bla bla. Aber wir möchten jetzt bitte gegen Rot kämpfen. Ja, ist in Ordnung. Mal. Schon wieder, ich und kann das nicht Rot? Mehr sehen. Das ist das dritte Mal. Was, wo ist Rot? Auf dem Silberberg. Ja. Wohin gehört der Idiot? Ja, genau. Ja, der ist ja am Trainieren, ne? Den ganzen Tag. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Jetzt müssen wir gegen Rot kämpfen. Ich ertrag das nicht, bist wenn du wir verlieren. Masse? Ja, ja. Kannst du dir eigentlich hier die anderen Fotos angucken, mit denen wir auch gewonnen haben? Weiß ich nicht. Bestimmt. Ja, ich glaube, das kann man irgendwie machen. Ich weiß es nicht mehr. Oh, Oini schreit GG. Und so schnell schnell zu Rot, ich will ins Bett. Schnell zu ins Bett, ich will zu Rot. Ja. wir sind unmittelbar davor, ja. Ich werde noch hier Knöpfe drücken, damit es schneller geht. Speichervorgang. Dankeschön. So. Jetzt kommen die Credits, ja, das möchte ich mir nicht nochmal geben. Ende, ja. Ende Gelände. Das sagen wir gleich. So, nee, schneller machen. Ja. So. Pokémon Anke. So, wir haben noch die beiden Sonderbonbons. Und warte mal, ich glaube, Axel stand kurz vorm Level Up. Wir geben den nochmal ein Level Up und dann zwei Sonderbonbons und dann haben wir's. Ist das was? Das ist etwas. Klingt gut. Ups. Aber der braucht noch das Glücksei. Was du hattest? Nee, du hattest Überreste. Wer hatte das Glücksei? Axel hatte schon das Glücksei. Ja. Marcel, Axel hat schon das Glücksei. Stoppt ihn noch einer? Ja, komm. Nee. Ja, eigentlich war es schon das Level-Up wahrscheinlich. Ja, war dumm. Mann, ich bin aufgeregt. Oh. Aber ja, schön, Oini, dass du da bist. Das freut mich sehr. Sie vor allem die nötigen? Ich glaube schon. Ich brauche, glaube ich, nur... Kraxler? Brauche ich Stärke? Ich weiß es nicht. Zur Not bringe ich irgendjemand Stärke bei. Selbiges Nasser kommt als nächstes. Boah, was ist das denn jetzt für eine Nagokins mehr erstmal? Ich hab kein anderes Pokémon-Spiel. Ehrlich ich gesagt. Ich bin im Besitz von einigen Pokémon-Spielen, wenn ich sie dir gebe. Blattgrün. Ja, das würde gehen, ja. Aber ehrlich gesagt, hat mich das ein bisschen traumatisiert. Ich dachte, das geht schneller. Ich weiß nicht. So, jetzt haben wir wie viele Attacken verloren? Zwei Knirscher. Ach komm, das reicht welches doch. Welches würde Oini sich denn wünschen? Mal in den Chat schreiben. Muss halt endlich mit seiner Karriere aufhört. Ja, den Quatsch tue ich mir nie nochmal an. So. Schwarz 2. Wir haben Topschutz, wir haben Heilung, wir haben Hyperheiler, es gibt keine Ausrede mehr, wir müssen zu Rot. Ah, ich hab keinen Bock. So, los geht's. Das ist kein Problem. Marcel, Schwarz 2 oder Weiß 2 sollst du als nächstes spielen. Oh. Hab ich beide nicht gespielt. Ich hab nur die ersten gespielt. Also Weiß 1 und Schwarz 1, ja. Genauso hießen die. 1. Ja. Ja, Leute, ich will flüchten, bitte.
Der Superschutz ist an, ja? Na, no, noch nicht. Weil hier kommt kein Isso. Hä, Isso? Was machst du hier? Aber ho-oh. Ja, oh-oh. Der hat auch schon mal ordentlich genatzt hat. Wie kommen wir denn hier nochmal... Wie kommen wir denn hier nochmal hoch? Warte mal. Lugia sein können. Hier, ne? Ich glaube, hier geht's weiter. Euni, sag du nochmal schnell drei Tipps, welche Pokémon der, ja, rot haben wird. Es ist doch also random. Er hat sechs, aber wir haben alle mal ein paar geraten. Martin, dir fehlen übrigens noch zwei. Du hast nur Roshanna gesagt bis jetzt. Achso, und natürlich wird er noch ein Sarzenia haben. Sarzenia, ne? Wie ich auch nur Pokémon aus der ersten Generation sagen kann. Wo ist denn Topshots jetzt? Ach hier. Wir setzen es doch schon mal ein. Das geht mir auf die Nerven. 250 Schritte. Oh, oh, oh. Laufe ich hier richtig? Und ein Scharniera. Ja, ich glaube doch, das sieht mir richtig aus. Ist doch super blind, ja. Plus ein Nuzlocke, ja. Genau, Euni gefällt nämlich nicht, was du hier verlangst. Das sind nämlich random Pokémon-Raten. Mewtwo, Ratzfatz und Kokowai, ja. Finde ich gut. Muss ich hier raus? Das weiß wieder keiner, ne? So. Kann ich nochmal den Topschutz einsetzen? Schutz wirkt noch. Wir machen mal hier Dingsbums vorne. Blitzer. Weil jetzt kommt Isso. Jetzt ist Isso-Gebiet. Schutz wirkt nicht mehr. Schutz anmachen. Ich habe keinen Bock, hier auf Isso zu stoßen. Ich weiß auch nicht mehr, wie geht das hier lang? Das wisst ihr auch nicht mehr, ne? Hier? Das sieht mir auch richtig aus. Ja. Das wird schon passen. Kraxler? Hm. Also ich habe mir gedacht, ich werde danach erstmal... Oh, nee, hier ist falsch. In Urlaub fahren. Ja, da habe ich mir verdient. Nee, Grandia 2 wollte ich spielen. Das hat ja so, wie alle wissen, ist ja Grandia der Ursprung von der Pokémon-Serie. Nee, das stimmt nicht. Ist gelogen. So wie Dota. So wie Dota. Nee, also, nee, Pokémon war der Ursprung von Dota, sowas. Ja. Also nur, wenn man nur das reine Gameplay nimmt. Ja. Das Steinschere Papier basiert ja auf Pokémon. Genau, ja. Und wieder falsch gekraxelt. So, jetzt ist es aber richtig, oder? Ich hab's schon wieder vergessen. Kraxel ich wieder falsch, bitte nicht. Ja, komm in die Höhle rein hier. Okay, Leute, habt ihr noch letzte Worte, bevor es losgeht? Ich schweige und genieße. Lennart, wir rächen dich. Lennart wird gerecht, ja. Wer war denn nochmal Lennart? So ist es jetzt hier, ja. Welches Pokémon soll vor? Das wäre noch eine wichtige Frage. Axel oder Kissy? Axel Leute. Zum Reinschnuppern, oder? Axel zum Reinschnuppern? Dann müssen wir beten, dass es kein Eis-Pokémon ist. Aber Kiss würde Präsenz zeigen, da würde der Gegner gleich wissen, oh. Eingeschüchtert, ja. Das ist der Joker. Und du könntest versuchen mit, warte mal, du könntest auch versuchen mit Starmie die Technik durchzuziehen. Ja, traue ich das mich jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weil ich jetzt keinen Bock auf Experimente habe, Killern. Lass Starmie aber vorne, im Notfall tauscht er halt beim ersten Mal. Wer kriegt denn die Überreste noch? Starmie. Was hat denn Starmie eigentlich? Dieses Wasser, was die Wasserattacken höher macht, glaube ich. Blendpuder, achso. Ja, gut. Obwohl, Blendpuder fand ich jetzt... Ja, okay. Dann kriegst du jetzt das Blendpulver und dann bin ich nicht bereit. Okay, ja, dann probieren wir das, ja? Okay. Kilian. Ja? Okay. Ja, na klar. Ah, das fühlt sich so falsch an. Ich kann ja nicht mal speichern. Okay. Kieran. Da geht's jetzt gleich los. Ohne Vorwarnung. Ich bin mal gespannt, wer das Pokémon-Bingo gewonnen hat.
Mach schon mal. Okay, das ist schon mal gut gegen Star. Okay, das ist schon mal nicht verkehrt, was hier abläuft. Die Frage ist, kann der Konter... Achso, Konter ist egal. Kann der Spiegelcap? Wahrscheinlich nicht. Konter kann der aber. Da müssten wir aufpassen. Ansonsten... Oh. Das ist natürlich scheiße, dass er uns langsam macht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Dann sind wir zwar gebufft ohne Ende, also von der Verteidigung. Aber lahm wie... Naja, so lahm wie man halt sein kann. Laufen. Wie oft kann man Kreuzi das bis, warte mal, nee, doch, ist auch eine Kampfattacke. Ich dachte gerade, das ist eine Käferattacke. Das wäre schlecht gewesen. Aber Kreuzschere ist die Käferattacke. Okay. Also Matschumal ist schon mal sehr gut. Psychokinese rein, dann sollte das kein Problem sein. Also zwei Psychokinese, denke ich mal. Aber willst du nicht noch weiter? Ja, ich buffe mich weiter. Okay. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir... Jetzt haben wir es zweimal gemacht. Wie viel mal können wir machen? Sechsmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Mal. Kreuzhieb dürfte jetzt auch nicht mehr so viel machen, hoffe ich. Ja, er macht immer noch ganz schön viel für... Warum buffe ich denn mich die ganze Zeit, wenn mir das so viel Schaden macht? Schuss 6, ja, sagt Eudi. So, jetzt habe ich mich schon... Jetzt, wo bin ich jetzt? Ich bin nicht aufgeregt. Bei 3 oder 4? Ihr habt natürlich auch nicht aufgepasst, ne? Aber ich glaube, der sagt mir dann... Angezeigt, wenn es nicht mehr ansetzt. Ja, glaub auch, ja. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, über wie viel Prozent er denn war, aber ich glaube, bei 400% von deinem Grundwert. Sehr gut, dass du dich selber verletzt. Das kann ich jetzt gebrauchen. Also es ist ein starkes Pokémon, was er hat, aber es ist natürlich jetzt für uns eigentlich ideal. Das ist ein Volltreffer? Na klar. Alter, halt die Fresse. Oh. Halt einfach mal die Fresse, Alter. Was war denn das für ein Volltreffer? Oh, was war das denn für ein Volltreffer? Setzt Volltreffer meine Dings aus? Ja, bin ich tot? Wird sich doch alle töten, ja. Da habe ich nicht geguckt, wie viel KP das abzieht. Komm, ein KP hast du noch. Wie schlimm. Aber ganz ehrlich, was war das für ein Volltreffer? Alter. Ignoriert Volltreffer, dass man sich bufft? Was war das denn? Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Ist kein Problem. Obwohl, vielleicht ist es ein Problem, wenn du einen Gesteinsattacke hast. Aber ansonsten, Konter kannst du nicht machen, weil ich Dingsbums... Ja, komm, das war's doch, oder nicht? Wie schlimm. Ey, aber der Volltreffer war abnormal hoch. Das war krass. Mann, ich hätte gern diese Stami-Technik einmal durchgekriegt, so. Aber es... Ja, war eine scheiß Idee. War am Ende meine Idee. Ja, Volltreffer ignoriert alle Buffs. Ja, siehst du, wusste ich auch nicht. Da haben wir ja wieder was dazu gelernt. Okay, Austausch ist ein Eis-Pokémon. Das ist natürlich, kein Problem, weil wir Blitzer haben. Kann Austausch irgendwas, was uns Probleme macht? Können natürlich auch Amorose... Nee. Aurora-Strahl. Könnt ihr machen. Ey. 31 tote Pokémon. Dann müssen wir mal gucken, wie gut das klappt hier. Stachler ist natürlich scheiße. Kriegen alle Pokémon von meinem Team immer Schaden, wenn die reinkommen. Aber ist nicht so viel Schaden, aber ist halt... Können jetzt nicht die ganze Zeit hin und her tauschen. Okay, natürlich hätte natürlich mehr Schaden sein können. Und ich glaube, wenn der eine Hydropumpe macht oder so, ist das auch nervig. Bitte nicht verwirren. Ich glaube, Aurora-Strahl kann ich verwirren.
Sie sicher? Naja. Wie sicher kann man sich schon sein? Sieht sehr verwirrend aus, dieser Strahl. Oh, kein Donnerblitz wird gefragt. Oh, oh, oh. Da kommen jetzt natürlich wieder vorwurfsvolle Fragen von Seiten des Chats. Ich hab Donnerblitz nicht beigebracht, weil Blitzer mehr Angriff hat als Spezialangriff. Und weil ich es nicht auf dem Schirm hatte. Und ja. Okay, steht 2. Achso, das ist die Weiterentwicklung von Griffel, was ein Normal-Pokémon ist. Und deswegen setzen wir Kiss ein. Kann der irgendwas? Kann der Spiegelkelb? Ich hoffe mal nicht. Warum soll der Spiegelkelb kommen? Das ist schlecht. Aber wir sind Level 100. Aber wir sind Level 100. Da gibt's nichts Schlechtes mehr. Tschüss. Okay. Ich habe auch überlegt mit Starmie, ich wollte mich eigentlich heilen, aber ich dachte mir so, komm, ein Wuchschlag ist da kein Problem. Ach ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Scheiße, ey. Weckt mich auf. Volltreffer des Todes. Ja, aber der hat nur 200 HP gehabt, ne? Das ist auch ein Normal-Pokémon. Ja, deswegen machen wir einfach weiter. Superzahn wäre nervig, aber ansonsten. Superzahn bringt uns auch nicht um, sondern zieht uns nur die Hälfte ab. Von das daher. Der reingeguckt hat. Er stirbt uns gut weg. Tschüss. Also, wenn jetzt nichts Schlimmes mehr kommt, ist doch der Kampf durch, oder nicht? Sagt ihr immer wieder: ein Pokémon Level 100 und Game ist easy. Ich wollte so sehr, dass das nur 30 Pokémon sind, die sterben. Na gut, noch ist nicht vorbei, aber. Machok. Ja, es ist auch kein Problem, deswegen. Komm. Ja, wir machen es jetzt nicht mehr spannend, weil wir jetzt nur Kiss einsetzen, aber. Achso, scheiße. Jetzt bin ich auch komplett Banane in der Rübe und mache auch einfach das Falsche. Ich wollte eigentlich Luftschnitt machen. Ah, Grimasse ist blöd. Aber zieht natürlich keinen Schaden ab. Dieser Hagelsturm war echt gut nervig. Luftschnitt! Wuchtschlag ist auch kein Problem, weil das eine Kampfattacke ist. Naja, die Verwirrung ist nervig, aber das kann Kiss gut. Das hat Kiss ja gelernt, ja, dass es sich nämlich selber trifft. Sehr, verlieh mir jetzt bitte nicht das Kiss auch noch. Dann kannst du guten Übertrank schon reindrücken, einfach mal so. Und zwar trotzdem noch verwirrt. Dann wechsel ihn doch. Ich mach, was ich will. Okay. Ja, vielleicht wechsel ich. Ja. Also na gut, Hagel, ich habe das Gefühl, der setzt keine Tränke ein. Ehrlich gesagt, also Hagelsturm regelt. Regelt eigentlich. Ja. Kann er eine Eisattacke? Dann hätte er es schon gemacht. Komm, Axel. Eisschlag. Na, da wir ein Flug-Pokémon sind, hätte die schon gemacht.
Ach, jetzt wird doch geheilt. Auf einmal. Ja, Kiss hat doch keinen Angriff, also macht Verwirrung nichts. Ja, das ist natürlich, das stimmt natürlich. Das haben wir auch letztes Mal gemerkt, als es verwirrt war. Ach so, scheiße. Das war dumm. Wenn der Konter hat, war das extrem dumm. Okay. Das war Glück. Frage ist, halt das jetzt nochmal? Bitte ihn. Hagelsturm. Mir wäre es wichtig, dass es noch mit einem KP überlebt. Oh. Natürlich, halt das nochmal. Du Hund! Martin ist raus. Das gefällt mir ja schon wieder gut hier. Na, Martin ist seelisch da, glaube ich. Da ist er wieder. So, wir dürften jetzt eigentlich nochmal angreifen. Das. Auch Alter! Mal. Nerv mich doch nicht! Er setzt keine Tränke ein. Ja, na, hat er davor auch nicht gemacht. Und auf einmal hängt er an dem Marshock. Oder was? Marshock scheint sein Lieblings-Pokémon zu sein. Ja, sag das mal sein Macho-Mai. Aber ich hab 4 Arme. Du weißt, manchmal feiert man die Underdogs auch mehr. Sag mal. Es reicht doch jetzt langsam. Nur noch ein bisschen, halte durch. Kiss. Power-Attacke. Beruhigt habe ich mich schon lange nicht mehr. Ja, ich muss jetzt auch heilen. Ich gehe doch jetzt hier keine Experimentens ein. Geh weg! Marshock, ich kann ihn nicht mehr sehen! Verschwinde! So, jetzt, nee, nicht auf Tränke gehen. Hier kämpfen. Luftschnitt. Ja, mach dein Ding und dann ist in Ordnung. Haben wir verstanden. Du hast krasse Muskeln, ist okay. Hau ab. So, was kommt jetzt noch? Wie viel hat er denn noch? 2? 1? 0? Was war das denn nochmal? Ist es dieses Pflanzenkäfer-Pokémon? Was ist das denn? Vadrible. Alter, Leute. Das sind auch wieder Namen. Naja, komm, sagen wir mal, das ist dieses Kampf, dieses Käfer-Pflanzen-Pokémon. Dann ist cool. Ansonsten, nein, ist dieses andere Käfer-Pokémon. Okay. Käfer, ja. Okay, das ist aber eigentlich kein Problem. Käferflug. Ich hatte dieses andere, was von dem Baum hängt. Ist ja auch egal. Spielt ja keine Rolle. Gut, das sollte es gewesen sein. Tschüss. Yes! Ohne dass ein Pokémon... Ah, okay. Jetzt fühle ich mich leer. Aber es war rot. Sehr gut. Kein Problem. Punkt, 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 Punkt. Bobby gewinnt. Haha. Sehr gut, Leute. Da ist er weg. Jetzt muss man nochmal gegen die Top 4 kämpfen. Okay. Well played und gute Nacht. Ja, gute Nacht. Danke, dass du noch dabei warst. Sehr, sehr gut.
Speichern. Gute Nacht. Okay, das lief doch eigentlich ganz gut. Genau, jetzt musste man nochmal gegen Top 4 kämpfen, um ihn nochmal zu besiegen. Aber das wollen wir nicht. Sondern wir gehen jetzt zu Voltoboy. Wir gehen schnurstracks zu Vertania City, genau. Und werden nochmal schauen, ob wir den anderen Dude besiegen können. Mit unserem alten Team. Und dann lassen wir alle Pokémon frei. Und dann können wir meinetwegen das Voltoboy-Spiel nochmal spielen. Nur Pikachu behalten wir. Also nicht alle, aber ich meine alle, die in der Box sind. Alle, die gekämpft haben. Alle, die gestorben sind. Na gut, das ist natürlich wieder ein Grafikproblem. Nicht das letzte heute. Alles schwarz. Speichervorgang, ja. Wir müssen erst mal überlegen, was wir da überhaupt alles dabei hatten. Aber ich glaube, das kriegen wir zusammen. Na, unser Dreamteam. Unser erstes. Nee, ich glaube. Na, Lennart zum Beispiel. Hansi ist vorher gestorben. Oh. Auf alle Fälle, Robert war dabei, das weiß ich. Und ja. Killer war auch dabei. Ja, und das war Fuffi dabei. Und das war Lennart dabei. Und dann hatten wir noch dieses Kyogre Level 5 dabei. Ach, das ärgert mich so dolle, ja, dass wirklich ein Pokémon noch gestorben ist. Aber Vulpix kannst du theoretisch eine andere Box packen. Das ist ein gezüchtetes Pokémon. Ja, das ist auch ein Punkt, ja. So, die packe ich mal extra. So, Lennart war auf alle Fälle dabei. Dann war Robert dabei. Kiffer war dabei. Fuffi müsste auch dabei gewesen sein. War Lamus dabei? Nee. Ich glaube, war nicht dennoch Kyogre und der hier dabei? Wer ist der hier? Sorry, ich guck gerade den Stream an. Wer ist der hier? Na, der Wasserstahlmann. Ja, stimmt, der Wasserstahlmann, ja. Ich glaube, das war das Team, oder nicht? Ach, Mensch. Oder nicht? Hau mal rein in die Tasten. Guck dir aber vorher mal die Angriffe an. Ja gut, jetzt muss man sagen, jetzt habe ich die ganzen Items nicht drin, ne? Wäre das wichtig? Naja, Items würden uns schon doller helfen in dem Fight. Da müsste ich nochmal alles rumtauschen, Kilian. Na dann geh einfach rein. Eigentlich war die Frage, ob Robert überhaupt eine Chance hat gegen Dingsbums. Ja. Ja. Komm, ja. Klau mir nochmal meine Pokémon, bitte. Ach man, das wird gut jetzt hier. Vielleicht wirst du, wir haben auch wieder eine nächste Ausrede, falls wir jetzt nochmal sterben. Nee, wir haben ja die Items nicht gehabt. Wisst ihr, wie viel Überreste macht? Komm, du Arschloch, lass uns kämpfen. Ich hasse dich. Oh, so von hinten angequatscht. Oh, ich dachte gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Selbst Meganie, aber nee, war richtig. Ich habe alles richtig gemacht. Okay, Meganie, kein Problem. Schutzschild, okay? Geht mir jetzt schon auf die Nerven. Flammenwurf! Oh, gehst du mir auf die Nerven. Ich hasse dich. Er hat Items. Egelsamen, du Hund! Oh.
Alter Verwalter. Boah, nee. Alter, Toxin, halt die... Du... Alter, hab ich Hass. Toxin, ey, wirklich. Was ist dein Problem? Egelsamen ist wirklich... Aber die Beere hat er jetzt nicht mehr. Er ist einfach tot. Du bräuniges Drecksviech, Alter. Bobby, komm schon. Alter, das ist nicht dein Ernst. Alter Verwalter, hab ich Hass. Oh, ist das schlimm. Ist das schlimm. Okay, weil ich sehe schon kommt, dass es mich nochmal angreift mit einer Eisattacke und ich keine Attacke mache. Laubklinge, komm. Wie viel wird das abziehen? Hälfte. Naja, gut, war gut, aber wir sterben jetzt. Das Gute ist, er hat sich noch nicht gebufft. Ist, er hat noch nicht Genesung eingesetzt. Eiszahn direkt in sein Herz. Da ist er, der Hund. Ist er selber hier an der Stelle, ist jetzt Feierabend. Ein Volltreffer, natürlich gleich ein Volltreffer. Ach, und ich schreck zurück. Ja, Leute, ey, wirklich. Alter Schwede. Profi, du verlierst hier alle deine Pokémon, Habibi. Ich kenne auch meine Attacken nicht mehr, das ist auch sehr gut. Ich dachte, ich habe Turbo-Tempo. Aber ich bin trotzdem schneller. Okay, es war jetzt Glück. Im Unglück. Was macht der da? Delegator ist eine Attacke, da kriegst du keinen Schaden, sondern der Delegator, du musst dafür KP einsetzen. Könnte man dann zum Beispiel, um so einen Solarstrahl zu flexen, könnte man das machen. Hallo. Gegenschlag. Und er heilt sich natürlich. Ist der schneller als ich? War der davor auch schneller als ich? Oh ja. Der hat uns jetzt richten. Einfach niedergebrannt hat er uns. Also Marcel, es war ein harter Fight hier, egal wie man es gemacht hätte. Alter, du. Ich hasse dich. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das mit der Kaskade schon wieder, dass ich zurückschrecke und alles, also, naja, ach gut. Ja. Denn am Anfang ging er mir schon auf den Sack mit Egelsamen und Schutzschild. Halt die Fresse, ey. Dreckschwein. Ja, Gewinnpunkt. Ah, du hältst einen Gewinnpunkt.
Okay, sagen wir mal mit dem Items und so. Was? Ich will hier raus. Mit dem Items und so. Kilian wäre nicht gestorben. Robert wäre gestorben. Und Fuffi hätte auch nicht sterben müssen. Das war jetzt am Ende, hätte ich gern Lennart gewechselt, dann wäre Fuffi auch nicht gestorben. Ja. Also Robert wäre gestorben. Ja. Naja. Hätte, hätte, wäre, wenn. Fahrradkette. Genau. Lass doch noch mal einmal Voltoball-Spiele spielen, bis wir verlieren. Lass uns jetzt die Pokémon erstmal frei, Kilian. Na gut. Damit können wir sogar zweimal frei lassen. Achso, okay. Vulpix, du warst ein Zucht-Pokémon. Bye-bye. Gudrun, du bist gestorben gegen... gegen Zapdos, als wir Zapdos fangen wollten. Hat leider nicht geklappt, leider gar nicht. Blanas weiß ich leider gar nicht mehr. Achso doch, du bist gestorben bei einem Mario-Kampf, wo wir überraschend gegen Mario gekämpft haben. Da mussten wir dich, glaube ich, einsetzen. Kurz vorher ist Lanthorn auch gestorben. Starmie, das erste Starmie. Doppelkampf gestorben. Achso, stimmt. Ist das Level 60er? Ist im Doppelkampf gestorben. Das war mir eine Ehre. Nidoqueen ist auch im Doppelkampf gestorben. Hätte ich auch gesagt, ja. Tschüss, Nidoqueen. Sichlor ist gestorben. Ganz blöd verloren irgendwie. Gegen Tangela, was Antikraft konnte. Na klar, kein Pflanzen-Pokémon, eine Gesteinsattacke. Es war ein kurzer Ritt, aber er war sehr spannend. Volona, ist das nicht auch im Teamkampf, also im Doppelkampf gestorben? Nee, ich glaube nicht. Level 55 könnte aber Sinn machen. Ja, doch, stimmt. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade Level 38 gesehen, obwohl da Nummer 38 stand. Pixie ist, weiß ich nicht. Patrick, bester Mann. Aber wo ist der gestorben? Tschüss, Patrick. Wahrscheinlich auch im Doppelkampf, oder? Tanzer ist, hatte viel Potenzial, aber ist dann leider über die Wupper gesprungen. Kurz vor der Entwicklung. Beim Training? Ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her. Lorbert ist auch beim Training gestorben, gegen Senf und so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau bei was, gegen was, aber hätte auch viel Potenzial gehabt. Ja, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist auch tragisch. Im Doppelkampf. Im zweiten Team-Vibe. Du bist auch im zweiten Team-Vibe gestorben. Einfach so in den Tod geschickt. Ja, Donphan, Benjamin hat gut gemacht die Anfangszeit. Aber leider bist du gegen Rayquaza gestorben. Wailord war einfach nur so im Doppelkampf, glaube ich. Das ist einfach so. Ist noch mit dabei. Brahms. Brahms ist Apollo. Abgesang. Gegen Apollo, ja, stimmt. Ciao. Was ist jetzt der Sinn davon, dass du die alle freilässt? Dass er nicht nochmal anfängt zu spielen. Der Sinn ist, naja, eigentlich, also ich glaube, es gibt auch, na, eigentlich müsstest du ja die ja freilassen, die sind ja eigentlich tot, quasi. Ich habe die nur in die Box gepackt. Es ist halt zeremoniell, was soll denn das jetzt, was ist der Sinn dabei? Die Credits hier. Sorry, dass ich mal quer denke hier. So, Nasenmann ist, bei der Top 4, also bei dem Rematch-Doppelkampf gestorben, genau. K.O.-Attacke, nee, achso. Mamuntel ist... Vielfachsprecher. Mamuntel ist, weiß ich nicht mehr. Auch beim Doppelkampf, nee, weiß ich nicht mehr. Auch dämlich gestorben, glaube ich. Rosalie hatte sehr viel Potenzial, aber leider weiß ich auch nicht mehr. Wo war Rosalies Ende, ja? Top 4? Nee, nicht aber Top 4. Aber im Teamwipe. Gegen eine Lugia? Nee, Quatsch. War viel früher. Level 52? Nee, ich kann's dir nicht sagen. Weiß ich wirklich nicht mehr. Tschüss. Lanthorn ist gegen Isso gestorben. Es war auch ein gutes Team. Rosalie und Lanthorn haben gut gemacht. Hansi hat ordentlich reingebohrt, aber am Ende
Weiß ich auch nicht mehr, wo der gestorben ist. Hier ist nochmal der Champion. Achso, doch, genau. Der, war das nicht Top 4? Der Hansi ist, glaube ich, nicht in der Top 4. Der war aber der hat, ich hab den eingesetzt, weil du gesagt hast, mach Hornbohrer. Und ich habe gesagt, aber wenn der eine Attacke abkriegt, ist es eine Vierfachschwäche. Und aber ist der in der Top 4 gestorben? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, er ist kurz danach gestorben. Aber ich meine, er ist ja sowieso auf dem Bild mit drauf, auf dem ersten, oder? Egal, ob er stirbt oder nicht. Ich glaube, in der Top 4 ist uns keiner gestorben, Marcel. Das fing danach erst alles an. Okay. Champion, darüber brauchen wir nicht reden. Du hattest genug Chancen. Schnina war sehr gut. Aber leider sehr kurz. Ja, Starmie ist uns gerade als letztes gestorben. Ciao. Weil das Spiel einfach unfair ist. Deswegen ist das gestorben. Ja, und die sind alle beim Team Wipe, beim ersten. Achso. Nee, Mensch. Leute, ich will zurück. Ja. Lass das Pikachu hinter dir laufen. Alter, wie kann ich jetzt nochmal. Achso. Dreck. Oh. Steuerung, bitte. Weg. Habe ich alles gerade erklärt beim Team Wipe, ja. Weg, weg, weg. Es wäre nur eigentlich nur Robert gestorben. Wäre vertretbar gewesen. Aber war trotzdem harter Kampf. Was jetzt? Hä? Hä? Warum kann ich den nicht? Wieso kommt der zurück? Hä? James, du kannst gehen. James kam zurück. Warum? Was ist denn seine Fähigkeit? Sturzbach? Keine Ahnung, vielleicht. Kommt zurück, weil man ihn freilässt. Ne, vielleicht weil es ein Starter-Pokémon ist? Aber ne, Robert ist ja auch ein Starter-Pokémon. Weiß ich jetzt nicht, was da los ist. Ich würde nicht sagen. Nee, weiß ich jetzt wirklich nicht. Oder haben wir den getauscht? Freilassen. Ein letztes Mal noch. Kann ich nicht. Witzig. Aber den ist doch nicht. Den habe ich gefangen, ganz normal. Stärkt Wasserattacken in Not. Items keins. Also das Einzige, was mir einfällt, ist, dass es ein Starter-Pokémon ist. Ist es mein letztes, ist es mein einziges Starter-Pokémon, was ich noch hab? Hier ist keins. Ist auch keins. Ist auch keins. Also es wäre jetzt die einzige Erklärung, die ich habe, dass das als Starter-Pokémon gilt. Also ist ja Starter der dritten Generation. Und dass ich es deswegen nicht freilassen kann, aber es ist gefährliches Halbwissen. Okay. Gut, dann haben wir alle freigelassen, außer eins. Falk ruft jetzt natürlich an, wo wir geschwächt sind, der Hund. Achso, scheiße, jetzt haben wir nicht mehr Fliegen, ne? Ewitag. Frank ist doch am Start. Ach ja, nee, ist schon genug Tuung. Und dann, achso, das wollte ich noch machen. Aber das kann ich auch alleine machen, später. Schon Dolle verdient. Was denn? Achso, die sind ja auch noch nicht gestorben. Kann ich auch nehmen. Hier, ich habe doch die Liste gemacht mit dem Pokémon-Typen. Die wollte ich nochmal durchgehen, ob das, wie viele Fehler ich da habe. Aber wie gesagt, das kann ich auch alleine machen. Das ist ja am Ende dann auch nicht mehr so. Wo muss ich hin? Prismania City? Ja.
Marcel, warum bist du so ernst? Du musst dich freuen, dass du Groth besiegt hast und so weiter. Du kannst es nicht fassen sogar, oder? Ja, das hat mich jetzt also mit einer krassen Lehre zurückgelassen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und die Lehre, die ich daraus gezogen... Nee, Lehre im Sinne von, dass es leer ist. Nicht, dass ich was gelernt habe. Da. Ihr könnt ja mal überlegen, ich muss mal schnell pinkeln gehen. Bis gleich. Bis gleich, bis gleich. Was sollen wir uns überlegen? Naja, das Volleyballspiel angefangen extra für uns, Martin. Komm gleich dazu, ich bin auf dem Balkon. Balkonien. Ja, nee, es ist eine Nullerreihe da. Es ist eine Einser mit 4 Bombenreihe da. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Kann er alles aufdecken. Also nicht aufdecken, aber markieren. Naja, weiß. Ja, man weiß echt viel. Weil es gibt nämlich eine Nullerreihe. Also keine Ahnung, man weiß schon, wo die eine Bombe drin ist. Das heißt, wir wissen, wo 4 Bomben sind. Bombastisch. Ah ja, Martin. Ich hätte heute so doll auch mal einkaufen gehen können. Bist du traurig, dass das Spiel vorbei ist? Bisschen. Aber ich bin auch froh, dass was Neues kommt. Außerdem war das jetzt mit dem Pokémon freilassen irgendwie. Könnte man seine, nochmal einen seine Sorgen einfach wegschicken, so ein bisschen. Hey Marcel, wir wissen so verdammt viel bei diesem. Ja. Guck mal oben, da sind ja 4 Bomben, ne? Also reinraten? Nee, ganz links ist es nicht. Ganz links ist es nicht. Ja, ganz links ist eine Bombe. Ist keine Bombe, ja. Weil das ist ja von also der Null. Soll ich unten. Das aufmachen? Ja, eine Nullerreihe ist da von unten. Achso. Das heißt, das sind alles Bomben. Das heißt, du kannst bei 1 kannst du auch alles aufmachen, wo nur eine Bombe drin ist von unten, genau. Perfekto. Haben wir es doch. Naja. Was ist denn das hier für eine Geschwindigkeit? Normal, hätte ich gern, Dankeschön. Ja, ich weiß, ach, mit Stami, das hat mich geärgert. Das hätte, glaube ich, 2-mal Psychokinese gemacht, dann wäre der auch tot gewesen. Oder 3-mal. Aber ja. Ja, aber es war halt nochmal ein blöder Versuch. War ja meine Idee. Du kannst auch meine Kappe nehmen. Sag das mal nicht so voreilig, Kilian. Das mache ich doch. Perfekte Pokémon dafür. Mach mal, ich habe 4 Arme. Ja, ich weiß nicht, am Ende, ja, wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen. Es war viel Anspannung, die ist jetzt weg. Und jetzt ist so. Das war's jetzt. Jetzt kann man sich nicht mehr rauswinden. Oh, dass wir es gemacht haben. Hinter uns gebracht haben. 3-2. Ist dabei, ja. Ja, und jetzt müsst ihr mir mal sagen, was ich jetzt machen soll. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Oben sind doch 3 Bomben drin. Das ist schon ganz schön viel. Sagst du, wo sich die beiden... Ich hätte jetzt ja gesagt, wo sich Gelb und Lila treffen. Gelb von rechts. Aber... Kann ich auch falsch liegen. Hier. Mhm. Das ist eine Bombe. Ich hasse mein Leben. Aber ja, war okay, großartig. Das ist ja als falsch gewesen, ne? Mhm. Hier wird so dolle rein geraten. Mit Raten meine ich überhaupt nicht geraten, sondern wir wissen es ja. Viele Nullereien heute. Gefällt mir. Die blaue von unten ist auch fertig und die blaue von rechts ist auch fertig. Ja, ich weiß nicht, habt ihr euch den Endkampf denn so vorgestellt? War was? So, jetzt bin ich voll da. War auf jeden Fall nichts von unseren Pokémon dabei, die wir gesagt haben. Ja, das stimmt. Also habe ich mir nicht so vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Habe ich mir eigentlich nee, ich habe nicht gedacht, dass was stirbt. Dass der Army noch hops geht. Habe ich, glaube ich, nicht dran geglaubt, nee. Aber ich war mir schon sehr sicher, dass das Training gut läuft.
Ja, Marcel, bei der 8 kannst du doch hier noch was öffnen, ne? Oh, das war eine 3. Der braucht also noch eine 2. Die muss doch dann ganz oben liegen, oder nicht? Nee, Kilian, bist du noch dabei? Der hat eine Bombe. Oh, der braucht 2 Bomben, fuck off. Dann ist oben drauf fertig, ne? 3 Bomben. Der braucht noch eine 2. Tja. Wo ist jetzt oben die 3? Wie schlimm. Der oben braucht auch noch eine 2. Die rote Reihe. Ne, eine 3. Stimmt, eine 3. Da sind ja 3 Bomben. Kieran ist irgendwo ganz weit weg gerade. Natürlich, ja. Aber die 3 passt rechts nicht rein. Rechts oben passt die 3 nicht rein. Die muss dann links sein. Warum genau? Na, weil sie in die 5 nicht reinpasst. Der hat eine 5 und eine Bombe, da passt die 3 nicht, aber bei... Safe. Wohin genau? Also ganz oben in der Ecke ist die 3. Müsste eine 3 sein, ja. In der rechten Ecke. Von mir aus gesehen. Marcel, dann wissen wir auch, 3 Bomben saved. Bin fertig. Oder er macht's einfach fertig. Was kaufen wir uns denn von dem Geld? Wir haben uns Psychokinese gekauft. Mit Zeit. Für Stami, was gestorben ist. Toll. Hat sich ja gelohnt. Ach, was wir alles für einen Feuerstein gemacht haben. Das darf man gar nicht erzählen. Nicht jugendfrei. Ja, mehr habe ich nicht. Und da hatte ich dann keinen Reim mehr, oder was? Nee. Blau muss es entweder eine 2 oder Bombe sein, aber ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Das willst du wieder, dass ich das aufschreibe, ne? Müssen wir nicht, aber... Die Jonathan-Taktik. So viele Bomben einfach. Warum sind da so viele Bomben? Marcel, ich würde irgendwas von gelb öffnen. Also gelb von rechts, da würde ich irgendwo mal reinraten. Weil da ist nämlich nur eine Bombe. Und vielleicht findest du 2. Okay. Da war es eine Bombe? Nee. War nichts. Was ist denn bei rot da oben? Rot oben kann man doch auch mal reinraten. Wo? Hier? Kann man machen. Na, ja. Da wo sich grün und lila treffen. Da Premium ist. Grün und fertig, lila, oder? Also grün rechts und lila von unten. Da soll ich reinraten. Weiß ich gerade nicht, Marcel. Mach erstmal doch. Ah, okay. Ich. Ist eine Bombe. Hast du jetzt schon wieder keinen Bock? Die Neugierde war zu groß. Aber vielleicht war es doch das falsche Feld. Tut mir leid. Kein Problem. Mir tut's leid. So ein Pech, du gehst leer aus. Ganz emotionslos runterreden. Achso. Let's play. So. Ja, ich weiß auch nicht. Die Reihe da drunter so schnell auch, ne? mit dem Kampf und so. Ich weiß nicht. Das war dann nicht mehr so. Man hat es halt runtergespielt, ne? War halt im Vergleich zum Leveln sehr kurz, ja. Als wenn sich das fast gar nicht gelohnt hat, das ganze Let's Play zu spielen. Als ob das Leben Sinn... Achso. So, Leute, jetzt Marcel, brauch ich... doch mal was von der 6er von unten da, von der gelben, da musst du doch mal irgendwas öffnen können. Da, wo er sich die 7 und die 6 trifft, da irgendwie. Eine 1. Perfekt. Das war ja genau das, was ich wollte. Aber dann. Warte mal, was brauchen der denn noch? Der braucht dann noch. 2, 2, 1? Nee, ja doch. Dann müsste doch beides oben wieder eine 3.
Öffne mal eins, das darüber einfach, was du geöffnet hast. Ja. Das ist eine 3. Das ist die 3. Ja, dann sind da glaube ich nur noch Einsen drin, ja. Und Bomben. Was ist denn da, wo sich die beiden Siebenen treffen? Welche? Gelbe von rechts und blaue. Das ist eine Bombe. Wie schlimm! Naja. Aber irgendwie mag ich das immer zu sagen. Weiß nicht warum. Weil ich dich dann nochmal mit all deinen Fehlern konfrontieren kann. Ich will keine Fehler mehr und keinen konfrontieren. So. Ich will jetzt einfach nochmal Bolt über Level 10 sein und dann dieses Spiel deinstallieren. Also ich würde sagen, wir spielen das noch bis maximal halb und dann mache ich noch das mit den Typen und dann soll es doch gewesen sein. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Für immer? Na, zumindest für dieses Spiel, ja. Schlimm. Wie strukturiere ich denn dann meinen Tag? Ja. Marcel, da wo sich die beiden Sechsen treffen, das rechts, das gelbe und das lila von unten. Naja. Was ich auch überlegt habe, war... Aber das ist nicht wirklich ein Stream oder also weiß ich nicht so genau. Und zwar einfach nur Pokémon vom Aussehen her bewerten. Ich habe da letztens ein paar Videos geguckt, das ging mir gut rein, muss ich sagen. Und ich war natürlich anderer Meinung bei einigen Sachen. Und dann hätte man dann nochmal so eine persönliche Sichtweise. Also sowas wie Arctos oder Zapdos. Ja, aber du gehst halt alle Pokémon durch und sagst jetzt, Bisasam ist für dich eine 10 oder halt, also da wurde das Ranking war halt Buchstaben. Also S ist das Beste, dann A, B, C, D, bla bla bla. Bis okay. F, glaube ich. Ja. Also wie ist Notensystem so ein bisschen? Na, oder wie das Alphabet könnte man auch sagen, nur dass das Beste halt nicht A ist, sondern S. Für super. Und A ist anormal. Ne, A ist einfach A top. Verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Na, das ist halt, glaube ich, inspiriert vom Notensystem in Englisch. Da hast du doch. Doch gerade gesagt. Ach so, ja, okay. Ich dachte Notensystem im Sinne von Musik. Entschuldigung. Da gab es jetzt anscheinend ein Missverständnis. Missverstehen Sie mich nicht falsch. Da wurde jetzt ein Reim, gab's gar nicht dazu. Also, Marcel, es bringt uns jetzt nicht viel, aber ich weiß das, also ich glaube... Wo ist die Bombe, Kilian? Ganz oben könnten nur zwei Zweien sein, weißt du, also ganz oben in der Reihe, da ja. Gibt's keine... Ja. Da wird das 3 und 1 funktioniert nicht, weil keine 3 reinpasst. Ja. Das heißt, ganz links muss eine Bombe sein, schon mal Safe Call. Ganz links oben. Das wäre dann das Feld hier. Ganz links oben. Die ganz anderen könnten Bombe und 2 sein. Müssen wir mal gucken, ob's. Bombe und 2 sein, müssen wir gucken. Deswegen schreibe ich das müde, Marcel? So auf. Ich bin müde, Marcel, ja. Und Meister bei Marcel. Ja, so nennt man mich. Müde Marcel, Meister bei Marcel. Mein Spitznamen. Ja, Kilian, und was bringt uns das jetzt? Ich hab fast das Gefühl, wir müssen wieder reinraten, blind. Müssen halt, jeder braucht noch eine 2, ne? Reinraten? Guck mal, das nehme ich auf meine Kappe, das Volteball. Das ist eine 2. Schön. Toll. Dann ist oben das eine Bombe auf jeden Fall auch noch. Wird einfach mal blind vertraut hier. Aber jetzt keine 2 mehr sein kann. Mhm. Dann ist das eine 1.
Ja, theoretisch könnte man es aufmachen, wenn man sagt, ich bin mir 100% sicher, dass das nicht so sein kann. Boah, wie schlimm. Das wird wirklich auch gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Okay, der hat 3 Bomben, noch eine 2, also. Oh, oh, oh. Heißt das, ganz hinten muss schon mal wieder eine Bombe, ganz links muss eine Bombe sein in der grünen Reihe? Oh, jetzt schalte ich ordentlich auf Durchzug, jetzt passe ich gar nicht mehr auf. Du musst, aber... Ich bin müde. Ne? Ja, wir müssen immer noch reinraten. Wir haben nix. Dann rate doch wenigstens bei der blauen Reihe, genau, rate doch da irgendwo rein. Sehr gut. Scheiße. Also was ist mit der 6er? Ist die nicht auch fertig? Und rechts, ja. Die 6er ist auch durch. Die... Genau. Ach, ist das schon wieder eine Scheiße. Ja. Schon wieder dieses... Ja, kann alles sein. Dann lass uns doch oben bei Rot reinraten, weil da ist noch eine Bombe drinne und 2 Felder, die gut sind. Also dieses Bombe 2 Feld, da müssen wir halt überlegen. Ich würde einfach mal bei Lila öffnen. Also wo sich Lila und Rot trifft, aber ich weiß es nicht. Das ist schlimm, ich würde halt irgendwie nicht bei Gelb und Rot öffnen. Wie gut. Müssen wir immer noch weiter raten, Marcel? Ja, leider schon, ja. Sieht danach aus, oder? Also das vordere Feld hier muss... Also das muss eine Bombe sein, hier, ne? Bei Grün. Ja. Und sonst? Es ist halt, es spielt sich halt in diesen 4 Feldern ab. Und hier sind halt jeweils noch 2 Bomben und 2 Zweien. Mhm. Und das ist blindes Reinraten auf einer Skala von 1 bis 10. Da kann man, da beißt die Maus. Oben. Was willst du machen? Ich wäre irgendwie für rechts oben, aber... Wie schlimm. Na gut. Danke. Möchtest du das Volleyball Level 2 spielen? Nee. Mach zu, das Ding jetzt hier. Ein noch. Okay, ich mach zu. Du bist übelst müde. Ich bin auch übelst müde. Und ich kann es nicht alleine carryen. Schwierigkeitsgrad wird zurückgesetzt. Ich möchte es beenden. Danke. Hubert, speichern. Unter 200 Stunden. Sehr gut. Marcel, was willst du denn jetzt noch Großes an die Pokémon-Fans da draußen mitteilen? Ey, glaubt an euch. Ihr seht, egal wie scheiße es euch geht, ihr kommt aus der Scheiße wieder raus. Denkt an eure Pokémon. Also an die, die ihr noch habt. Und dann kann es doch was werden. Ups. Ja. Habt ihr noch was? Nee, das passt schon so. Man muss halt wieder aufstehen, ne? Wenn man hinfällt. Ja. Und dann wieder. Wir waren ganz unten. Und nochmal ganz unten. Und sind am Ende ganz unten gelandet. Ist ja nochmal falsch abgebogen, aber dann... So, ich werde mir jetzt die Typen noch angucken. Ich weiß nicht, ihr könnt von mir aus abhauen, weil das ist jetzt alles theoretisch. Aber ich will wissen, wie viele Fehler ich am Ende gemacht habe. Und konfrontierst du dich dann damit? Naja, mehr oder weniger schon, ja. Aber leider muss ich noch mal ganz kurz hier, wo ist die Liste, die ich brauche?
Ja, ich brauche das hier. Genau. Hier haben wir es doch. Okay, eigentlich hätte ich die normale Liste gern, aber das muss jetzt auch reichen. So, dann wollen wir mal gucken. Wie geht das nochmal? Ah, hier. Machen wir mal grün und dann hier richtig schön fette Strichstärke für die Korrektur. Okay, normal ist nochmal gegen, ja, das ist richtig. Gott. Muss ich mein Graphic Tablet anmachen? Graphic Tablet? So, das ist richtig. Ich glaube, das ist alles richtig. Gegen Gestein schlecht, habe ich gesagt. Gegen Gestein schlecht, habe ich gesagt. Ja. Gegen Geist keine Wirkung, ja, das passt auch. Oh, gegen Stahl ist auch schlecht, habe ich auch gesagt. Okay, also das ist schon mal hier alles richtig. Der ganze Bims hier. So. Ach so, an die, ans Ende der Zeile einen Haken. Ich weiß, aber ich mache jetzt, wie ich will. So, hast ja recht. So, das ist richtig. Das ist falsch. Das ist, weiß ich nicht, wie man das sagen kann. Das ist eine Lüge. Das ist falsch. Ja, vielleicht hätte ich ein großes, warte mal. Ich mache ein F hin. Für falsch. Eine 18 gemalt. Ja, ich wollte ein kleines, lass mich. So, das ist richtig. Das ist auch falsch. Ne, warte mal, jetzt bin ich selber ein bisschen. Doch, ist falsch. Kampf hat keine Wirkung gegen Gift. Weil man, wenn man vergiftet ist, so ein Nervengift, da kann man sich nicht gut bewegen. Kann man sich eigentlich ganz leicht merken. So. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist auch richtig. Gegen Geist keine Wirkung, ist auch richtig. Gut gegen Stahl, ja, ist richtig. Feuer normal, Wasser normal, Pflanze. Holy shit, wo bin ich jetzt? Hier. Ja. Elektro. Elektro, ja, ist richtig. Psycho ist auch. Ja, ist auch richtig. Eis ist richtig. Drache ist richtig. Unlicht ist richtig. Und Fee ist auch richtig. Ja, es sind schon zwei Fehler hier, ne? Heide Witzka. So, Pflug. Marcel, ich werde mich, glaube ich, verabschieden. Ich muss nämlich leider morgen schon wieder ran. Mach das mal. Das war meine Ehre. Aber da schließe ich mich an. Na klar. Mir war's. Die Kapitäne verlassen das sinkende Schiff. Für mich war es aber großartig, ein Teil dieser Serie zu sein, ne? Ja. Bald wieder, ne? Ja. In neuer Maskieren sagt. Besetzung. Maskieren sagt, ja. Passen Sie auf sich das auf. Das ist mir hier zu theoretisch. Gut, ciao. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Bis denn. Mir ist das schon lange zu theoretisch. So, Pflug. Ist, ja. Das ist richtig. Ich glaube, ich mache auch Fehler, wenn ich jetzt hier so übermüdet das mache, aber ich mache es einfach so. Gegen Gestein ist schlecht, habe ich richtig. Gut gegen Käfer macht eigentlich auch Sinn. Geist, ja, ist richtig. Gegen Stahl ist es schlecht, habe ich auch richtig. Gegen Feuer und Wasser normal, gegen Pflanze gut, ja, ist auch richtig. Achso, ich muss eigentlich nur die abdingeln, die keinen blauen Punkt haben, merke ich gerade. Was ist denn hier gegen Psycho? Ja, ist richtig. Das ist falsch. Gegen Eis ist es normal und nicht schlecht. Der dritte Fehler. Eieiei. So, gegen Drache und das ist alles, ja. Gut. So, Gift. Gift habe ich auch keine Ahnung, aber die ersten drei sind richtig. Dann die nächsten drei sind auch richtig. Dann normal effektiv, ja. Gegen Geist nicht sehr effektiv. Hier ist der nächste Fehler. Heidewitzka. Wie willst du denn da kommen bei so Spasti-Sprüchen? So. Gegen Stahl keine Wirkung, habe ich recht.
Dann zweimal normal, das ist auch sehr gut, ja. Dann normal effektiv, dann gegen Psycho. Ist es auch normal, ist auch ein Fehler. Da würde ich die Person dann gerne nochmal, die das gemacht hat, mit all ihren Fehlern konfrontieren. So, dann haben wir, ja, ja, alles normal. Und gut gegen Fee, ja. Gut. Boden. Ja, 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 das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig. What? Gegen Käfer, ja, ist richtig. Gegen Geist ist richtig. Gegen Stahl ist richtig, ist ein blauer Punkt, hier ist ein blauer Punkt. Gegen Wasser, Boden, ja, ist auch richtig. So, schlecht gegen Pflanze ist richtig. Gegen Elektro ist richtig. So, gegen Psycho ist auch richtig. So, bei Eis ist wieder falsch. Ja, das ist wieder falsch. Das ist nämlich normal. Boden ist normal gegen Eis. Im Angriff. So. Und das ist alles richtig. Gestein muss sein. Ja, ist richtig, ist richtig. Ist richtig, ist richtig. Ist richtig, richtig. Richtig. Gegen Stahl ist auch richtig, ne? Ja. So, gegen Feuer ist richtig. Gegen Wasser ist falsch, ne? Ja, ist nämlich normal gegen Wasser. Pflanze, ja, 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 Elektro. Eis ist richtig. Und die anderen sind alle normal, ja, okay. Käfer. Ja, dann haben wir die beiden Punkte, ja, das passt. Das ist richtig. Das ist richtig, das ist falsch. What? Du kannst gegen Gesteins-Pokémon Käferattacken einsetzen? Holy shit. Das wusste ich nicht. Das war für mich so klar wie Flugattacken. Flugattacken. Du kannst gegen Gestein Käferattacken einsetzen. Krass. Ist normal effektiv. Das wusste ich. Das ist okay. Das ist krass. Das muss ich nochmal überlegen, wie das in der Pokémon-Logik funktioniert. Heftig. Aber vielleicht bin ich auch übermüdet und in der Zeile verrutscht. Das ist mir doch alles scheißegal. Okay, gegen Geist. What? Wo bin ich denn jetzt? Käfer ist schlecht gegen Geist. Ja. Dann muss das auch hier drin stehen, Marcel, ne? Das ist kein F, aber es ist, was es ist. Stahl, Feuer ist richtig. Ja, 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 ja. Das ist normal. Das ist gut. Ja, ist auch der blaue Punkt. Dann Elektro ist normal. Dann Psycho ist gut. Ja, ja. Dann Eisdrache normal. Was haben wir hier? Eis. Achso, habe ich. Ist auch falsch. Ist nämlich auch neutral. Heidewitzka, da kommen die. Da summieren sich die Fehler. Der hat ja gar keine Ahnung von Pokémon. Gut gegen Unlicht, ja. Und schlecht gegen Fee. So dumm kann keiner sein. Geist, ja, 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 das ist richtig. Dann hast du Haufen neutral, bis Geist kommt. Ja, 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 ja. Okay, ist auch richtig. Dann hast du Haufen neutral, bis Psycho kommt. Ja, ist auch richtig. Dann hast du gegen Unlicht schlecht. Hab ich? Ups. Und gegen Fee neutral. Auch falsch. Wie viele Fehler willst du noch machen, kleine Maus? Gestahl ist neutral. Das ist schon mal falsch hier gegen Kampf. So, gegen Gestein ist es sehr gut. Das haben wir mal ausnahmsweise mal richtig.
Dann hast du zwei Dinger. Dann hast du drei. Also schlecht gegen Stahl, gegen Feuer und gegen Wasser. Ja, hätte ich eigentlich wissen müssen, das mit Wasser. Ey, der Witzka. Wie schlecht kann man denn sein, ey? So, schlecht gegen Elektro. Oho, Stahl ist schlecht gegen Elektro, wusste ich auch nicht. Wie man sieht. So gut gegen Eis, ja, das haben wir hingekriegt. Da haben wir zwei, ja, ja, und gut gegen Fee. Gut. Feuer. Ist, ja, ja, das ist alles richtig. Neutral hier, das ist Quatsch. Das ist, aber zählt das Neutrale. Genau. Ist nicht schlecht gegen Boden. Oh, 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 oh. Kannst Feuerattacken gegen Boden-Pokémon einsetzen. Mhm. Aber Gesteinsattacken, also gegen Gesteins-Pokémon nicht. Ja, hab ich. Käfer. Ja. Neutral, dann gut gegen Stahl, ja. Dann zweimal schlecht, haben wir. Dann einmal gut, haben wir. Dann zweimal neutral haben wir. Dann einmal gut haben wir. Dann einmal schlecht haben wir. Genau, und zwei neutral. Okay, das passt. Wasser müsste eigentlich richtig sein, wenn ich nicht komplett retarded bin. Ja, 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 ja. Ja, warte. Genau, gut gegen Feuer. Ja, das ist schlecht gegen die beiden. Dann schlecht gegen... Oh. Doch, schlecht gegen Drache. Genau, dann haben wir es richtig. Ausnahmsweise mal was richtig, ey. Naja, ich mache jetzt nur die Fehler. So, gegen Pflanze haben wir... genau, gegen die beiden schlecht, gegen die beiden gut, gegen das schlecht. Dann einmal neutral haben wir, dann zweimal schlecht haben wir, dann einmal gut haben wir, dann einmal schlecht haben wir, dann zwei... Oh, hier ist was falsch, denn gegen Eis ist es neutral. Okay. Oh, oh, oh. So, gegen Drache ist es schlecht, das haben wir, und dann zweimal neutral, okay. Mhm. Elektro ist ja gut gegen Flug, das macht Sense. Dann neutral, dann einmal keine Wirkung, haben wir auch richtig, ja. Das ist das schwarze Kreuz. Denn Elektro ist gegen Gestein. Hey, der Witzke, ey. Du kannst Elektroattacken gegen Gesteinsattacken einsetzen, Mann, oh Mann. Das wusste ich alles, das wusste ich doch vorher nicht. So, dann erst wieder gegen gegen Wasser gut, ja, haben wir. Dann gegen Pflanze schlecht und gegen Elektro schlecht, haben wir auch richtig. Und gegen Drache schlecht. Ja, und das war es mit Elektro, okay. Psycho ist jut gegen Kampf, ja, haben wir richtig. Das weiß ja auch jedes Kind. Das ist auch richtig, weiß auch jedes Kind. Dann haben wir hier was falsch gemacht gegen Käfer. Psycho kann gegen Käfer kämpfen in der... Offensive. Naja. Stall. Ja. Warte. Psycho ist schlecht gegen Stahl. Ist richtig. Dann neutral bis Psycho. Oh, haben wir ausnahmsweise mal richtig. Dann zweimal neutral, dann einmal keine Wirkung, haben wir auch richtig. Genau. Dann sind wir bei Eis. Ist schon hier gleich vorne falsch. Du kannst nämlich Eis gegen Kampf ist neutral. Also oftmals kannst du auch mit einer Schwäche, weil das sind jetzt die meisten Fehler, die ich habe, ne? Dass ich denke, dass ich hier Rückkopplung habe. Kampf ist gut gegen Eis in der Offensive, also ist Eis schlecht gegen Kampf in der Offensive, aber das ist neutral. Das war jetzt fast immer so, dass ich da die Fehlerchen habe. Ja, dann haben wir hier das richtig. Denn das ist auch richtig. Dann kommt danach bei mir. Siehst du auch wieder, gegen Gestein sage ich auch schlecht, aber ist neutral gegen Gestein. Oder bin ich in der Zeile verrutscht? Nee, nee. Dann haben wir wieder gegen Stahl und gegen Feuer und gegen Wasser schlecht. Haben wir.
Gegen Pflanze gut haben wir, ja. Dann zweimal neutral, dann einmal schlecht, einmal gut. Und dann war's das, ja, ja. Dann haben wir Drache. Drache ist relativ, wo ist denn jetzt meine Maus hier? Bis Stahl passiert da nicht viel. Habe ich auch gemacht. Genau, und dann nur gegen Drache. Achso, ja, okay, aber ich habe hier wieder bei Eis wieder falsch. Das ist nämlich neutral gegen Eis. Ja, 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 ja. Und keine Wirkung gegen Fee. Ist auch falsch. Da habe ich nämlich das normale Kreuz. Das hat aber keine Wirkung. Da muss noch mal jemand nachsitzen, ey. Das ist ja alles falsch. So, gegen Geist. Was habe ich denn da? Gegen Käfer. Unlicht kann gegen Käfer kämpfen. Auch wieder der gleiche Fehler. Also die Hälfte der Fehler mindestens kannst du ausgleichen, indem du sagst, okay, du kannst, wo du weißt, das ist schwach. Ja, habe ich ja gerade erzählt. Ich muss das jetzt nicht nochmal wiederholen. Bin doch kein Papagei oder was? So, gegen Stahl, das ist auch falsch. Das ist neutral hier. Das weiß ich doch eigentlich. Ich kann Biss gegen Stahl-Pokémon einsetzen. Weiß ich nicht, was ich hier falsch gemacht habe, aber ja. Ist dann halt so. Gut gegen Psycho, ja, haben wir richtig. Und dann schlecht gegen die letzten beiden, ist auch richtig. Fee ist, ja, das ist gut. Das ist schlecht. Oh, dass ich den neuesten Typ halbwegs drauf habe. Aber ja, gut, hier ist was falsch. Oh, oh, oh. Das ist falsch. Das ist neutral. Fee ist neutral gegen Geist. Dann kommt Stahl. Dann schlecht gegen Feuer. Was ist da denn los? Aha. Naja. Aber gut gegen Drache und Unlicht. Ja. Gut. Also haben wir hier wie viele Fehler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Fehler. Eieiei. Ja. Das ist eine 6, Leute. Das war ja gar nichts. Nachsitzen. Ende Gelände. Guckt euch das nochmal an. Das ist ja... Lernt aus meinen Fehlern. Holy shit. Na gut, Leute. Ist schon spät. Es war ein heißer Ritt. Das ging ja jetzt über mehrere Monate. Über 30 Teile habe ich jetzt Pokémon Nuzlocke gespielt. Ja, es ist viel passiert. Ich habe alleine angefangen und habe am Ende... Bin ich auch wieder allein. Ich wollte eigentlich sagen, auf dieser Reise sind ja Freunde gekommen. Immer mehr, auch Pokémon-Freunde, alles. Wir haben viel verloren, viele Schicksalsschlachten geschlagen, haben uns immer wieder rausgearbeitet. Aber jetzt ist es doch plötzlich zu Ende gegangen. Da wird man noch mal emotional am Ende. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht weine. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ja, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, mal gucken, wie es weitergeht in diesem Slot. Also wie gesagt, Grandia 2 ist im Angebot und generell wahrscheinlich eher Japaner-Rollenspieler. Ich muss es mir noch überlegen. Ich weiß es nicht. Ich bin offen. Aber erstmal glaube ich kein Pokémon. Das war jetzt zu heftig. Aber ja, ja, genießt euer Leben. Ich hoffe, man sieht sich nochmal. Guckt die anderen Videos auch auf YouTube gerne. Und dann ja. Ciao, Kakao.